Hallo und herzlich willkommen zur 26. Lesung der Folge Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und diese Folge heißt fast genauso wie die andere, nur mittlerweile sind wir ja schon ein bisschen schlauer geworden als vorher und deswegen heißt die ganz einfach Asterix und Obelisk. Und hier begrüße ich dann auch wieder den Menschen, der aus Belgien sich schon längst zugeschaltet hat und mittlerweile jetzt hier elektronisch vorbereitet ist, um seinen Senf zu der häusigen Soße zu geben. Hallo Jörg, moin moin. Ja, ich muss ja vorsichtig sein, was ich sage, weil ich höre mich ja so gerne reden. Wobei das ja impliziert, dass ich mich selber höre, während ich spreche. Also, naja, gut, komm. Über solche Kommentare lassen wir es mal ein wenig. Ich rede vielleicht hier und da ein wenig viel. Auf der anderen Seite, ohne unsere Zusammenarbeit, wir zwei, wird es diese Videos ja gar nicht geben. Sollten sich solche Leute wieder auch mal dran gewöhnen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns entschieden haben, hier in diesem Teil 26 mit Asterix und Obelisk weiterzumachen, anstatt in das andere von dir vorgestellte Thema zu gehen, auf das ich mich unglaublich freue, was sehr, sehr interessant und spannend wird. Das kann ich den Leuten nur jetzt schon mal mitteilen. Also ihr wäret nicht so intelligent, wenn ihr die nächsten Teile versäumen würdet. Lasst euch das gesagt sein und lasst euch jetzt mal mitziehen in die Untersuchungsarbeiten, die Michael wahnsinnig viele Stunden kosten, wahnsinnig viel Zeit und auch Geld kostet, um nämlich Bücher anzuschaffen und solche Dinge nachzuforschen und nicht nur das wiederzuleiern, was auf Wikipedia für jeden zu lesen steht. Ich freue mich, Michael, bei dieser Sendung bei sein zu dürfen und ich wünsche uns allen Gottes Segen und Erkenntnis in der Wahrheit durch die Bibel, sein Wort und durch das Studium von wirklichen Fakten, wie in dieser Lesung. Bitteschön. Ja, danke Jörg. Jetzt muss ich mal eben auf eine Nachricht auf dem Handy beantworten, weil die Stefanie gerade schreibt und Stefanie weiß gar nicht, dass sie gerade quasi mit Teil der Aufnahme ist. Und der schreibe ich jetzt gerade, dass wir V26 in Deutsch. Ja, das ist letzten Endes eine Untersuchung, glaube ich, die so mit Kennedy jetzt die meisten nicht verbinden. Die meisten denken ja nur, wer hat denn geschossen, wer war es? Und das ist eigentlich uninteressant und das werden wir dann auch, glaube ich, in den weiteren Folgen dann für jeden sichtbar machen, dass es da ganz andere Verbindungen gibt. Und das ist jetzt die Fortführung der letzten Sendung, Asterix und Obelisk. Ne? Hat der Obelix hat ja nicht nur einen Hinkelstein, sondern Obelix heißt ja wohl dann Obelix, weil ne, logischerweise der Mann nicht ganz fix ist, aber eine ganze Menge mit sich herumschleppt. Und, ja, lass mich dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss ja, ich muss dem Kommentator gerecht werden. Und du Wort musst nicht immer alles direkt wörtlich und persönlich nehmen. Nein, du sagtest gerade, dass es im Grunde ja uninteressant ist, wer nun wirklich geschossen hat, dieser Lee Harvey Oswald oder wer auch immer, dass es im Grunde viel mehr über die Hintergründe geht. Und ich möchte dann noch mal kurz ein ganz anderes Beispiel mit ranziehen. Wir haben das Buch von Theodor Griesinger gelesen über die Geschichte der Jesuiten, von der Entstehung des Ordens bis zur jetzigen Zeit. Das war 1866, als er das niedergeschrieben hat. Und er hat viele Regizide dort aufgeführt und besprochen, also Königsmorde. Ja? Und im Grunde, so haben ja auch schon Teile hier dieser Sendung geheißen, geht es hier ja auch um einen Königsmord. Das Interessante bei Griesinger, denke ich, und ich meine, dass du mir zustimmst, weil du warst ja bei den Lesungen dabei, bei den meisten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Doch bei den Lesungen warst du damit bei. Mhm. Bei den Lesungen ging es ja auch immer darum, den Hintergrund aufzudecken. Derjenige, der im Grunde das Attentat ausgeführt hat, war ja im Grunde nur, ja, wie sagt man das, die, ja, Scapegoat oder wie auch immer, ne? Also wie sagt man das jetzt im Deutschen da, der Sündenbock, der der Welt präsentiert wird. Aber was dahinter gelaufen ist, welche Drähte dahinter gezogen wurden, welche Leute da alle involviert waren in der Planung und Ausführung, die teilweise jahrelang gedauert hat. Ich spreche jetzt nicht über Kennedy. Ich spreche über solche Regizide, wie zum Beispiel über, da war doch dieser König da in den Niederlanden, war das da nicht, der da ermordet wurde. Ja, genau. Ich erinnere mich, aber den Namen jetzt nicht mehr natürlich. Ne? Ja, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr im Kopf. Und auch der Heinrich IV. Von Frankreich, der damals das Edikt von Nantes erlassen hat und sowas, da waren ja auch so diese Königsmorde damit bei. Und das Spannende bei der Nachforschung und beim Lesen damals von Griesinger fand ich eben das, wie die Leute dahinter sich verschworen haben und durch ihre Funktion dafür gesorgt haben, dass schlussendlich dieser Mord passiert. Der eigentliche Mord fällt dabei gar nicht so sehr ins Gewicht.
also von der Wichtigkeit jetzt her, sondern die Vorbereitung und die Arbeit, die dahinter liegt. Und das ist ja auch das, was in dieser Lesung oder in diesen Lesungen so unglaublich wichtig ist. Das ganze Hinterwerk, der schlussendliche Culprit, also der Ausführer, der jetzt den Abzug drückt oder diejenigen, die Abzüge gedrückt haben oder wie auch immer, das ist ja unwichtig, wenn man sieht, was da alles hintersteht. Das ist ja nur noch das Finale. Und das Finale ist aber in diesem Sinn kein Höhepunkt, um jetzt mal wieder ein normales Wort zu gebrauchen. Ich lass mich nicht wieder verleiten wie zur letzten Sendung. Ne? Das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Gerade das weiß diese er ganze ja noch. Arbeit er hat ja noch nicht, die Demenz ist ja noch nicht so weit fortgeschritten, dass er das nicht meine wüsste. Meine Alzheimer nimmt ein bisschen ab. Ich habe gut geschlafen letzte Nacht, das hilft. Ja. Mhm. nee, also wirklich, deswegen, gerade das, was eben diesen ganzen Hintergrund beleuchtet, das ist das Interessante. Und das ist ja eben auch schon bei Lesungen wie bei Griesinger da angekommen. Und deswegen sind solche Bücher auch zum Beispiel wie Das Genius des Papsttums von James Edgar Wiley so interessant, weil sie eben die ganzen Hintergründe belichten. Oder Roms Ziele in Theorie und Praxis, wo eben über Jahrhunderte vorbereitet wird, was dann mit den Konkordaten in Praxis umgesetzt wird und wir heute in einer Welt leben, wo die Konkordate in Praxis umgesetzt werden. Und diejenigen, die studieren, sich nicht mehr wundern. Und die anderen sich wundern, was passiert denn hier? Ne? Also nur mal dazu. Aber jetzt wieder großes Schweigen und Michael, bitteschön. Ja, ich werde hier gerade bombardiert von Nachrichten von einer unserer Hörerinnen sozusagen. Und deswegen schreibe ich jetzt einfach, ich will einfach nur sitzen. Ich weiß nicht, ob sie Loriot kennt oder ob die Leute, die draußen gerade zuhören, denken, jetzt ist er völlig abgedreht. Ich werde jetzt einfach einen Live-Anruf starten, damit sie mal sehen, dass es hier Fans dieser Sendung gibt, die es dann doch gibt. Hallo? Hey. Hallo, guten Tag. Na, hallo. Ja, hier ist Radio 1611, Sie sind auf Sendung. Ach du lieber Himmel, habe ich jetzt was gewonnen? Ja, das weiß ich nicht, auf jeden Fall Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt ungefähr in 14 Tagen raus und heißt Reale Verschwörungen Teil 26 mit dem Untertitel Asterix und Obelisk. Okay, klingt krass. Ja. Du willst mich jetzt veräppeln, oder? Nein, du bist wirklich live auf Sendung gerade. Warum? Warum nicht? Ja, ich habe doch gefragt, ob ich störe. Nein, du störst nicht. Du kannst gerne jetzt online weiterbleiben, aber ich muss die Sendung jetzt machen. Das wollte ich nur damit sagen. Soll ich nicht deinen Mantel holen? Frag doch den Jörg mal. Jörg, begrüß dich doch mal eben. Hallo, meine liebe unbekannte Stefanie. Ach, du hörst mich jetzt gar nicht, ne? Es ist zu leise. Nein, ich höre nicht. Ach, je. Aber hi Jörg. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Dasselbe gilt für dich, ja. Ja, siehst du. Nein, sein Mantel kann er nicht holen, der liegt bereits gebügelt auf der Heizung zum Vorverwärmen, wenn er nachher ins Bett steigt. So, wisst ihr, was ich mit euch beiden jetzt mache? Ich werde euch jetzt beide psychisch muten, ja, dass ich mich jetzt hier auf die Sendung konzentrieren kann. Ja, ansonsten muten, geht das nicht muten. Muten heißt, dass wir Mut haben zu sprechen. Oh. Ich spreche. Ja. Okay, ich werde ganz, ganz still sein. Du kannst, wie gesagt, gerne live dabei sein. Dann weißt du jetzt, was in Sendung 26 kommt, währenddessen nur gerade 23 gehört hast, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich versuche jetzt hier, den Menschen klarzumachen, dass der Mord an Kennedy letzten Endes Ablenkungsmanöver für die ganz normalen Geister da draußen ist und letzten Endes eine ganz geistreiche Tat gewesen ist, um einer der wenigen Menschen aus dem Weg zu räumen, die vielleicht tatsächlich etwas für das Volk hätte tun wollen. Und deswegen machen wir jetzt genau dabei, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir sind nämlich jetzt bei Asterix und Obelix. Leg dich jetzt einfach hin, ne? Gute Nacht. Okay. Ich leg dich einfach hin. Du kannst zuhören, das ist egal, was es ist. Du musst es ja so irgendwann hören oder zumindest kannst du von deinem Freund erzählen lassen, was ich dann da gesagt habe. Und dann bist du jetzt live auf Sendung für alle Zeiten. Weiß jeder, dass du mich... nein, alles gut. Ich hab dich gar nicht angerufen. Das stimmt. Ich kann das so machen, dass du total nett rüberkommst. Ich kann das aber auch so direkt machen, dass also jetzt 1000 Leute über dich herfallen werden und sagen würden, meine Güte, kann die denen nicht mal eine Sendung machen lassen? Verstehst du? Und das ist vielleicht ein super Beispiel, dass derjenige, der halt tatsächlich eine Sendung produziert oder schneidet und so weiter, dass der eine ganze Menge Möglichkeiten hat, dem Publikum so irgendetwas vorzusetzen oder irgendjemanden komplett fertig zu machen. Das wird noch bald Thema sein bei Lee Harvey Oswald. Ja, dass man dem Publikum dann tatsächlich irgendjemanden präsentiert und den dann in so ein Licht drückt und den dann so niederschreibt und niedermacht sozusagen, dass also damals zumindest schätze ich die halbe Welt gedacht hat, dass ein ganz böser Kommunist, der völlig durchgeknallt ist. Dabei saßen im Hintergrund Leute, die alles andere als Kommunisten und schon gar nicht durchgeknallt waren.
wenn man wirklich möchte, dann kann man wirklich mit einer Sendung und mit einem Format eine ganze Menge erreichen. Und ich hoffe, dass wir immer in der Wahrheit stehen und deswegen alles wirklich erreichen. Also ich würde einfach sagen, du kannst gerne dranbleiben. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall die Sendung. Ich mache dich jetzt nur leise und es tut mir leid, aber auf jeden Fall bist du jetzt schon bei einer Sendung drin. Und zumindest einer wird sich total verwundert sein. Mach doch einfach deinem Freund und deiner Tochter vielleicht mal eine schöne Überraschung. Hm? Alles klar, das mache ich. Okay, das machst du. Okay. Ja, mach okay. Mach das doch. Du hast mich halt voll in der Hand jetzt. Nein, ich wollte dir halt einfach nur zeigen, wie schnell das geht und wie dass man letzten Endes, also auch, dass wir überhaupt nichts Böses im Schilde führen. Im Gegenteil, wir wollen ja letzten Endes die Wahrheit sagen und die Wahrheit herausfinden. Und deswegen, was denn John F. Kennedy mit Asterix und Obelix zu tun hat, das wissen die Leute dann spätestens seit der letzten Folge. Deswegen alles chronologisch. Okay, hau raus. Ich hau raus. Ja. Na? Okay, wir machen jetzt weiter. Jo, tschüss. Asterix und Obelix. Wir haben in der letzten Folge schon benannt, dass es da einen eifeligen Turm gäbe, der von einem Freimaurer gebaut worden ist, der natürlich ein Denkmal ist und der natürlich als auch Weltkulturerbe ist, weil er einfach ein heidnisches Ritual oder ein heidnisches Denkmal ist, nämlich ein Phallus-Symbol zusammen halt mit dem Torbogen unten drunter sozusagen, also weiblich und männlich zusammen. Da ist also alles miteinander vertreten. Und wir haben, wenn man noch ein bisschen Fantasie hat, also ein bisschen, dann haben wir auch noch eine Pyramide. Mhm, genau. So, und dasselbe habt ihr jetzt hier beispielsweise in der Stadt Washington, die natürlich nach dem Gründer der Vereinigten Staaten da benannt worden ist, auch einem Freimaurer, dem George nämlich, dann natürlich dann auch. Ich denke, dieses Bild hier mit dem See da unten drunter, der, glaube ich, illustriert ganz plastisch, was gemeint ist mit oben und unten, beziehungsweise mit der Reflexion. Ne? Das ist eben die Geschichte dazu. Und nicht nur das haben wir, sondern wir haben letzten Endes diese Obelisken, also im Mehrzahl, haben wir natürlich auf allen möglichen Plätzen auf der ganzen Welt und sogar in Kassel, also in Deutschland. Also nicht, dass ihr jetzt meint, das würde jetzt irgendwie ein Zeichen von irgendwelchen ganz ausgewählten Hauptstädten der Welt sein oder irgendwie von irgendwelchen ganz, ganz bedeutenden Städten. Naja, man kann sich ja umgekehrt fragen, was ist an Kassel jetzt so bedeutsam, dass sie da so einen Obelisken stehen haben. Ja? Und deswegen haben wir hier diesen Obelisken auch im Vatikan stehen, was wir in letzter Folge ja schon benannt haben und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und ich muss aber jetzt, bevor wir jetzt zu den Obelisken gehen, weil ich mich jetzt aufgrund dieser ganzen Geschichte mit der entzückenden Kollegin am Telefon jetzt komplett vergessen habe, ich habe ja noch ein Ärgernis und ich habe noch ein Thema der Woche. Und das Ärgernis ist in Form von einem deutschen Menschen, der sich Kabarettist schimpft und Dieter heißt mit Vornamen. Und den Nachnamen, den verrate ich jetzt hier gar nicht, den seht ihr jetzt hier. Der hat tatsächlich ein Video gemacht und hat erzählt, dass da also jemand gekreuzigt worden wäre und der hätte also dann 15% Alkohol gehabt und so weiter und so fort. Und der macht also jetzt hier Scherze über die Kreuzigung, was wir nicht nur nicht lustig finden, sondern letzten Endes uns dann fragen, welchen Geisteszustand im Augenblick so die öffentlich-rechtlichen Medien haben. Das ist eine Sache, die ist hier vor ein paar Tagen jetzt hier veröffentlicht worden bei YouTube, ohne dass es jetzt Hass, Punkt, wäre. Nein, das ist dann Spaß. Ne? Das ist dann Spaß auf Kosten von Menschen, die vielleicht an Jesus Christus als Erlöser glauben. Der macht jetzt also hier den allerbilligsten Spaß. Und er hätte sich das garantiert nicht getraut, wenn es sich jetzt hier um den Religionsstifter einer arabischen Religionseinheit gegangen wäre. Zumindest meine Vermutung. Aber halt, wie gesagt, mit Jesus kann man es ja immer dann machen. Ne? Das wird ihm, wäre zumindest meine Prognose, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, aber dann eines Tages mehr als auf die Füße fallen. Und interessant ist in dem Video auch, was ich heute nur durch einen Vorschlag bekommen habe bei YouTube, dass genau bei 9 Minuten und 33, wo er sagt, Zitat, Humor ist natürlich auch etwas Teuflisches, genau da ist ein Cut drin. Das heißt da, wenn ihr euch das Video unbedingt angucken wollt, ich habe mir nur diesen Auszug da gegeben, danach hatte ich dann schon die Nase voll, da ist eine Edition drin, da wird also irgendwo etwas geschnitten, etwas rausgeschnitten, was er öffentlich gesagt hat, was aber nicht gesendet werden sollte anscheinend. Da könnt ihr euch ja mal angucken, das muss seinen Grund haben, warum bei 9 Minuten 33 irgendjemand etwas rausgeschnitten hat. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, das jetzt auch noch zu evaluieren. Aber so viel mal zu der Möglichkeit der Editierung im Fernsehen. Auch das, was euch gezeigt wird, ist gefiltert und hat auch mit voller Ernsthaftigkeit und einen vollen Hintergrund. Das heißt, das Erste, wofür Menschen Zwangsbeiträge für bezahlen, hat nichts Besseres zu tun, als den Erlöser der wirklich christlichen Religion zu verunglimpfen. Ja? Und ihr wundert euch, wie die Welt da draußen aussieht.
Ihr wundert euch, wie die Welt draußen aussieht, wenn also hier sogenannte Comedians namens Dieter N. dann Witze machen auf Kosten von Jesus im Ersten, also öffentlich-rechtliches, was eigentlich einen Bildungsauftrag haben sollte. Ich denke, dann ist da wohl mal ganz klar, wenn wir uns da jetzt wirklich jetzt auch mit beschäftigen würden, das ist jede Zeit zu viel. Ich habe nur dieses Stück gefunden heute und aufgrund der Aktualität wollte ich es gerne benennen. Ich habe ein zweites Fundstück gefunden, und zwar heute, als ich einfach meinen Briefkasten aufgemacht habe. Also jetzt nicht draußen vor der Tür, sondern einfach jetzt hier im Internet. Da ist mir was vor die Füße gefallen und nicht, dass ihr jetzt glaubt, das hätte jetzt irgendetwas mit Kennedy zu tun. Nee. Nicht so wirklich. Aber Elon Musk und Grimes sind erneut Eltern geworden. Und auch das zweite Kind trägt einen ungewöhnlichen Namen. Erneut Eltern geworden. Da kann man natürlich auch Eltern werden, wenn man beispielsweise nicht selber aktiv bei der Geburt dabei war, oder? Man kann also einfach so Eltern werden. Man kann ja auch adoptieren zum Beispiel. Und dieser Elon Musk ist ja wohl angeblich der reichste Mensch der Welt. Also offiziell. Natürlich gibt es da andere, die noch viel reicher sind, aber die sind eben dann inoffiziell, also kirchlich zum Beispiel. Und ich sage jetzt Nummer eins. Das ist jetzt nur ganz, ganz, ganz flott und ganz, ganz schnell gemacht. Wenn Menschen ihre Kinder nach Namen und Ziffern nennen, also ihren Sohn XAEA-12 nennen, dann lässt das doch einiges zu interpretieren für das, was in Zukunft kommt mit dieser ganzen tollen transhumanen Welt, oder meint ihr nicht? So mit vielleicht auch so mit Eugenik, dass man dann vielleicht irgendwie sagt, Mensch, wir hätten gerne ein Kind mit den Augen oder vielleicht auch mit der Geschichte oder vielleicht mit der Hand, mit dem Geschichten, mit dem Talent und so weiter und so fort. Also wenn man seinen Sohn schon numerisch und so benennt, A-12, also klingt für mich ja irgendwie so eine Feststoffrakete, aber das ist dann, vielleicht bin ich dann anscheinend ewig gestriger oder sowas. Und der Name der Tochter ist jetzt auch anders, der Name der Tochter heißt nicht A-12, sondern die heißt Exa Dark Sidereal Musk, also Musk. Und sie nenne ihren Nachwuchs allerdings schlicht Y. Exa sei eine Anspielung auf den Supercomputerbegriff Exaflops und Dark würde das Unbekannte darstellen. Wobei, wenn jemand sein Kind Dark nennt, könnte ich mir vorstellen, dass für mich zumindest das Unbekannte nicht weiter unbekannt bleibt. Weil eigentlich ist mir das ja eigentlich schon relativ bekannt, wie Leute so ticken, die irgendetwas Dunkles im Schilde führen. Zum Beispiel so Pink Floyd mit ihrer Dark Side of the Moon. Und die 33-Jährige, interessant, ne, 33-Jährige, die hat die Namenswahl mit den Worten dann halt begründet, Zitat, dunkle Materie ist das schöne Mysterium unseres Universums. Ne? Also wenn man so übersetzt, zum Beispiel würde das heißen, Satans Energie ist das schönste Geheimnis des Katholizismus. Ja, und Sidereal kann jetzt auch noch für andere Dinge benennen, aber ich habe es heute gefunden und wenn man also wirklich jetzt glaubt, dass es jetzt da irgendwie ein Zufall ist, dass sie jetzt mit sowas rauskommen, das sind halt so zufällige Nachrichten, die eigentlich meiner Meinung nach einen Code darstellen für die Eingeweihten, dass die wissen, aha, pass mal auf, eine neue Ära bricht an. Ne? Der Elon Musk, der tut jetzt hier so, als wenn das jetzt irgendwie so die Geburt seines Sohnes wäre und mit dem Namen und so weiter und diese Namen haben garantiert noch eine ganz andere Bedeutung. Vor allen Dingen, das erstgeborene Kind von dem Herrn Musk starb übrigens im Säuglingsalter. Ein Artefakt, ein Ereignis, was dieser Herr Musk mit ganz vielen, ganz prominenten Menschen auch gemeinsam hat. Aber ich würde da jetzt nicht weiter spekulieren, denn schließlich befasse ich mich nicht mit Verschwörungstheorien. Ich befasse mich mit Agenten und deswegen gehen wir auch gleich weiter zu Elon Musk. Aber ich höre schon den Jörg mit den Hufen scharren. Ja, ich versuche schon seit 2 Minuten da mal irgendwo eine Nadel dazwischen zu kriegen. Diese Namensgebung erinnert mich an Johnny Cash, A Boy Named Sue. Mhm. Also das ist, wie gesagt, brandaktuell. Das kam heute über den Ticker sozusagen. Ne? Also das kam jetzt hier heute wirklich rein und man könnte jetzt da unendlich, aber wir haben keine Zeit, wir wollen ja eigentlich mal mit Kennedy weiterkommen. Aber nochmal, wenn jemand halt so eine Nachrichten draus bringt, das ist halt einfach so die Nachricht, dass da 2 Leute ein Kind bekommen haben. Allerdings können die auch ein Kind bekommen haben, ohne gleichzeitig verkehrt zu haben. Nicht, dass ich jetzt damit verkehrt läge, aber es kann ja natürlich auch genauso gut sein, dass die beiden irgendwie so eugenisch unterwegs sind und vielleicht so eine Wunschbestellung gemacht haben. Man weiß ja nie. Ne? Mit so einer Buchstabensuppe kann ich mir vorstellen, das klingt ja schon fast wie so ein Bestellvorgang. Ne? Ich hätte gerne einen Sohn XAEA-12.
Und den hätte ich gerne, wenn es geht, an dem und dem und dem und dem Tag. Denn der und der und der Tag hat auch noch eine gewisse Bedeutung. Ne? Und wenn eine 33-Jährige eben dann eine Tochter bekommt, ne, die dann halt eben so einen Namen hat und so weiter und so fort, und dann ist es dann halt nicht weiter verwunderlich. Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier wieder weiterliest, dass also diese Sängerin und der Tesla-Chef im Dezember per Leihmutterschaft Eltern eines Mädchens geworden sind. Also da scheint einiges mit Bestellvorgängen in der Firma Musk irgendwie zu passieren. Und da bin ich mal reingegangen in diese Dame, wenn sie eine wäre, in die Sängerin Doug Grimes, und die hat ganz interessante Sachen gemacht. Also ich lese jetzt nur mal so die drei Alben vor, die die gemacht hat, oder die die offiziell gemacht hat. Ich weiß ja nicht, welche Sachen sie sonst so singt unter der Dusche oder so. Ich muss mal eben gucken, wo es ist. Da ist es. Die heißen Visions, also Visionen, Visions. Dann heißen die Art Angels, also die Kunstengel, und Misanthropozene. Das hat also irgendetwas mit Anthro und so weiter zu tun. Kann man sich ja auch was zu denken, ne? Aber wie gesagt, Jörg, tut mir leid. Ich rede wieder zu viel. Du darfst das ja. Ich darf das nicht. Ich muss das ja. Es muss ja raus. Es muss ja irgendwie raus aus mir. Ich kann ja auch nicht dafür. Aber wenn ich das Ganze sehe in der Woche, dann muss ich mindestens mal eine Stunde haben, wo ich in Deutsch das mal rauslassen kann, was da draußen alles passiert. Und viele Menschen, die gucken da an und sagen, ach so, die haben eine Tochter gekriegt. Die hat aber einen komischen Namen. Ja, klar. Nein, wir sollen das ja gar nicht verstehen. Aber wenn ich jetzt weiß, dass der Herr Elon Musk eine Tochter auf diese Welt gebracht hat, die extra dunkel heißt oder extra dark heißt, dann weiß ich, da bricht kein gutes Zeitalter an. Gell? Und sie, der Real, könnte etwas mit dem, etwas zu tun haben. Und das hat dann wiederum auch, jetzt klappt es natürlich gerade nicht, ja, Zodiac. Ja, guck mal. Sidereal Zodiac is the most commonly associated with indischer Astrologie. Und da wäre ich mir ja nicht sicher, ob das nicht extra dann Sidereal Rael heißt, so wie Rael, den Stifter dieser Religion, der Peter Gabriel und die Gruppe Genesis, um endlich mal wieder Peter Gabriel zu benennen, in diesem Album The Lamp Lies Down on Broadway als Hauptprotagonisten dann da bezieht. Und Rael, damit ihr da jetzt auch völlig sagt, irgendwann kommt Kennedy, aber wahrscheinlich erst in 20 Folgen, Rael Genesis hat eben mit einer UFO-Religion zu tun. Und was könnte da jetzt der Herr Musk dazu reiten, ohne ihm jetzt irgendetwas zu unterstellen, ja, da seine Tochter Sidereal zu nennen? Das sind ja alles nur Denkanstöße für diejenigen, die draußen eben gerade nicht live zugeschaltet sind, wie die 2,5 Personen, die gerade hier, oder 3 Personen, die jetzt hier gerade quasi in der Suppe rumrühren, damit wir endlich mal wieder zu Asterix und Obelix kommen. Und da sind wir auch wieder zurück. Realismus ist ja nun sehr verwandt mit Realismus. Mhm. Nur stecken da Ra-El zwei Worte drin, die mich schaudern lassen. Ra, mhm, als ägyptischer König, mhm, und wir sind ja gerade mit den Obelisken beschäftigt, mhm, und El, das für Gott steht. Mhm. Mhm. Ra-El. Genau, Ra-El, wie halt Bab-El. Die Wörter, genau, richtig lesen. Ne? Ja, genau. Ja. Und deswegen will man nie fertig werden, weil alles wird da draußen kommuniziert, aber eben nicht den Menschen erzählt. Man möchte die Menschen ja auch nicht beunruhigen. Und zumal möchte man die Menschen ja auch gar nicht informieren. Denn beunruhigt kann ich ja erst dann werden, wenn die Nachricht, die eventuell gar nicht für mich gewesen ist, ja dann dekodiert ist und ich dann wirklich sehe, oh Mist, die wollen zum Beispiel den amerikanischen Präsidenten umbringen. Wie wir schon gehört haben in einer der Folgen, dass das einige Menschen vorher wussten, aber nicht verraten sollten. Deswegen werden die mal einen kurzerhand in die Psychiatrie gesperrt. Wie der Herr Duncan, wenn die Geschichte stimmt. Aber wie gesagt, die arbeiten mit Zahlen, zum Beispiel der Herr Musk, und die arbeiten mit Symbolen, zum Beispiel hier mit den Obelisken. Und den haben wir ganz prominent natürlich auch in Washington. Und wenn das nicht die Hauptstadt von den Vereinigten Staaten von Amerika ist, dann weiß ich da nicht allzu viel drüber. Selbst auf einer Seite, wo der Weltzahnärzteverband, also da, wo man nicht hin will, globale Gesundheitsprobleme angeht, selbst da kommt als Hintergrund, kommt dann plötzlich der Obelisk. In Buenos Aires, BA, ne? Also nicht Bachelor of Arts, sondern Buenos Aires. Und da steht dann auch dieses Kultteil mit dieser Obelisk, also dieser Phallus von Osiris. Osiris ist der Gott der Unterwelt, ne? Also wenn man so will, darke Materie, ne? Also dunkle Materie. Also die, Freundin ist es ja nicht, wie heißen die noch? Die haben eine flüssige Beziehung, hat dann die Frau gesagt, und ist ja auch nicht die Frau. Meine Güte, die Leihmutter oder wer auch immer von dem Herrn Musk, ist ja ziemlich schwierig. Also dieses aktuelle Modell von dem Herrn Musk, ich glaube, das bezeichnet die Dame da als Bestes.
irgendwie, wenn es eine wäre. Und die sagt also jetzt da, die hätten eine fluide Beziehung, also sie wären gar nicht richtig zusammen und so weiter, aber ab und zu haben sie dann doch irgendwelche Dinge, die sie anscheinend gemeinsam machen. Keiner weiß genau. Wahrscheinlich suchen die beide nach dunkler Materie oder so. Also hier sehe ich zum Beispiel bei der Ärztegeschichte, sehe ich hier Buenos Aires, die haben auch so einen Teil. Und auch diese Stadt, diese Kolonie, diese römische Kolonie am Rhein, genannt Colonia, also Köln für die Menschen, die vielleicht nur so auf Narren sind, ne, und vielleicht dann nur immer so wegen der fünften Jahreszeit nach Köln fahren, ja, die würden dann beispielsweise am Bahnhof vorbeilaufen und würden dann den Obelisken hier überhaupt nicht sehen. Schon interessant, oder? Ja, und in der Bibel ist das auch beschrieben. Also in der Bibel ist jetzt nicht der Obelisk nur beschrieben, der steht auch in Deuteronomium 1928 aus dem Kopf jetzt. Aber nein, es hat alles etwas zu tun mit dem Tammuz. Hä? Tammuz? Nie gehört? Tammuz. Ja, und das steht eben dann da drin, dass man eben beispielsweise in der Bibel steht, also drin im 3. Mose 19,4, dass man eben keine Götter oder Götzen anbeten soll. Das steht übrigens im ersten Gebot auch schon drin, dass man eben keine anderen Götter anbeten soll. Aber das vergessen ja viele, weil viele sehen dann beispielsweise Elvis Presley als ihren Gott an oder vielleicht auch Elon Musk oder wie auch immer. Aber was hat jetzt Tammuz damit zu tun? Nun, also diese ganzen Stelen hier oder Obelisken sind eigentlich ein Symbol für einen heidnischen Gott. Das heißt, wenn die da stehen, beziehungsweise derjenige, der die aufgestellt hat oder hat aufstellen lassen sozusagen, man hat ja dann noch viel Geld, das sind halt Anhänger einer heidnischen Religion. Deswegen stehen die auch nicht unbedingt unauffällig und zufälligerweise jetzt in der Nähe vom Kölner Dom und auch nicht zufälligerweise genau auf dem Petersplatz, da wo der Vatikan residiert oder reigned, also hier regiert. Ne? Und deswegen finde ich also ganz wichtig, also wenn man dann beispielsweise mal einen wirklichen prominenten Götzen aus der Bibel benennen möchte, dann wäre das der Tammuz. Und der hat wiederum mit Ostern zu tun, deswegen fand ich das irgendwie ganz gut, dass wir jetzt, wo wir nach Pi mal Daumen, naja, wenn es rauskommt, ungefähr 14 Tage oder so bis Ostern haben, dass wir dann vielleicht mal da ganz kurz reingehen. Kurz heißt bei mir natürlich... Sind wir jetzt nicht in den 40 Tagen des Fastens vor Ostern? Ja, das sind wir auch. Die kommen auch gleich. Das ist ja die 40 Tage, die ja eben zu dem Tod Tammuz... Achso, das sprichst du. Genau, also genau, also ja. die laufen gerade, aber die kommen im Skript erst gleich. Aber das würde ich halt einfach da gerne mal machen, weil Ostern kommt halt bald und es gab ja auch schon Lesungen vom Jörg, die heißen ja von Babylon nach Rom, also dann Ostern, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das war, aber ich glaube, ich habe sie hier reinkopiert. Und Ostern besteht ja bei den Menschen eigentlich aus freien Tagen ausschlafen und irgendwie Eier verstecken. Und ein Hase hat da auch irgendwas mit zu tun. Und das ist eben kein christliches Fest. Ne? Das verwechseln die Menschen, genau wie mit Weihnachten, ist kein christliches Fest. Ne? Millionen von Menschen... Darf ich da mal ganz kurz einspringen? Du darfst auch da reinspringen, genau. Das ist... In diesem Sinne ganz, ganz, ganz wichtig für diejenigen, die die König-James-Bibel lesen, die wir ja immer propagieren hier. Mhm. In der König-James-Bibel ist die einzige Bibel weltweit, zu meiner Kenntnis, in der das Wort Ostern drinsteht. Mhm. Da geht es um. Ja, also Easter steht natürlich da drin, ne? Da steht natürlich nicht, naja, also Easter. Englisch, ne? Genau. Mhm. Da geht es um die Gefangennahme von Petrus. Mhm. Und dass er ihn nach Ostern erst freilassen will. Und dann sagen die, aber wieso steht denn Ostern bitte schön in der Bibel? Ja, eben weil die König-James-Bibel die einzige Bibel ist, die hiermit bekannt gibt, dass das Passafest vorbei war und dass das Fest der ungesäuerten Brote bereits lief und er eingekerkert war und danach erst das Osterfest war. Mhm. Ja. Jesus Christus wurde zum Passafest gekreuzigt und nicht zum Osterfest. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich als Kind diese Religion abgelehnt habe. Ostern ist jedes Jahr auf einem anderen Datum, weil das ist ein Sonnenanbetungsfest und richtet sich nach Sonnenständen. Das wusste ich aber damals nicht. Nur für mich war unlogisch, dass Jesus auf dem Freitag gekreuzigt wurde und dieser Freitag jedes Jahr auf einem anderen Tag ist. Also immer ein Freitag, aber immer eine andere Woche, immer ein anderes Datum. Fand ich unlogisch und deswegen fand ich die ganze Religion unlogisch. Und mit so einem unlogischen Kram will ich nichts zu tun haben. Ja, das ist auch der Grund, warum ja freitags die Katholiken Fisch essen. Ne? Das sind ja viele Gebrauchtümer. Ja, das ist noch viele andere Traditionen, die damit beikommen. Aber das Wichtigste war für mich, wenn jemand am 14. März stirbt,
dann stirbt er 2000 Jahre später immer noch am 14. März oder ist am 14. März immer noch sein Todestag. Mhm. Und nicht, weil es im Kalender besser auskommt, der 3. April, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Und das ist das, was mich damals sehr gestört hat. Und mhm. Ostern, die König-James-Bibel ist die einzige Bibel, die das Wort Ostern dahin hat, um eben den Menschen deutlich zu machen, Herodes, nee, da war gar nicht Herodes, wie hieß der Stadtteil da zu der Zeit da? Ja, lange her. Komme ich jetzt nicht mehr drauf. Ja, ist lange her. Der hat halt den Petrus freilassen wollen nach dem Osternfest und nicht, oder umbringen wollen nach dem Osternfest, weiß ich gar nicht mehr genau, und eben nicht mit dem Passafest. Und nur aus der King James kann man wirklich diesen Zeitverlauf ablesen. In anderen Bibeln kann man das nicht ablesen. Und das ist doch ein sehr wichtiger Umstand, um nochmal eben kurz darauf hinzuweisen, Michael. Wir wollen ja auch mal ein bisschen was Ernstes machen in der Sendung. Ja, ja, genau. Du bist ja für die ernsten Sachen zuständig und ich bin für die ganzen Karlauer und die verhinderten Comedians da zuständig. Ja, wenn ich dann mal was sagen darf. Ich dachte, bis jetzt? Also, es geht halt einfach nur darum, dass man wirklich sieht, dass die Aufstellung von solchen Denkmälern nicht zufällig geschieht, sondern dass diese sogenannten Denkmäler einfach die Menschen meistens völlig ahnungslos und ohne große Obacht daran vorbeilaufen und denken, das ist ein Kunstwerk oder so. Sondern das ist letzten Endes jetzt hier nämlich überhaupt kein christliches Fest. Ne? Ostern hat nichts mit Christentum zu tun. Das ist nicht die Auferstehung von Jesus und es ist auch überhaupt nicht irgendwie biblisch. Also das ist, in der Bibel steht es ja schon beschrieben als heidnisches Fest, wenn man das richtig lesen würde. Aber das ist eben genau die Geschichte, dass die Menschen das nicht auf die, also nicht glauben sozusagen, weil sie die Bibel nicht lesen und deswegen den Unterschied auch nicht sehen. Ja? Und das glaube ich halt einfach das Thema, dass Ostern deswegen jetzt so interessant ist, weil es einfach ein Fruchtbarkeitsfest ist. Und wenn ich den Obelisken als Phallus-Symbol sehe, dann hat er natürlich ganz viel mit Fruchtbarkeit zu tun. Wir erinnern uns vielleicht mal an den Maypole, an den Maibaum, ganz, ganz prominent hier benannt, damals in der Folge von Christopher Lee mit The Wicker Man, wo also da dieser Maibaum-Lied dann da, wo die also da um diesen Baum tanzen als Phallus-Symbol, ne? Vor allem die jungen Mädels natürlich. Ne? Und das sind also Fruchtbarkeitsriten, von den Babyloniern alles da kommen, also tausende von Jahren alt sind. Now, Daisy, will you tell us what it is, please, that the maypole represents? Phallic symbol. The phallic symbol. That is correct. It is the image of the penis, which is venerated in religions such as ours, as symbolizing the generative force in nature. Ja, und ob die jetzt Ostern heißen oder ob da jetzt ein Obelisk in der Gegend rumsteht, die bedeuten eigentlich beides dasselbe. Das ist also die Verehrung von heidnischen Riten und heidnischen Göttern. Ja, damals, in den ersten 200 Jahren des europäischen Lebens in Nordamerika und so weiter und so fort, da war Ostern überhaupt kein Thema. Ja. Und da waren ja auch Katholiken noch nicht gerne gesehen. Heutzutage hat sich das ja alles geändert. Und wir überlegen doch einfach mal den ganz berühmten Satz von John F. Kennedy, wo er sagt, ne, I'm not a Catholic candidate for president. Ne? Ich bin nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft. Da haben die viele Leute wahrscheinlich gesagt, puh, da fällt uns aber ein Stein vom Herzen. Aber das ist eben die Geschichte, dass die ersten 13 Staaten haben Ostern im ersten Jahrhundert ihrer Gründung, sagt diese Webseite, nicht gefeiert. Und auch Weihnachten und vor allen Dingen natürlich auch weder dem Papst gehuldigt noch irgendetwas, was mit Katholizismus zu tun hat. Aber das ist ja alles weg, weil seit 1963 beten die in den amerikanischen Staat, USA, da, ausgehend in dem Jahr, wo John F. Kennedy umgebracht worden ist, beten die ja auch kein Vaterunser mehr. Ja, war eben früher irgendwie dann doch teilweise etwas alles besser. Dies ist ein Bild hier von John F. Kennedy mit seiner Gattin und zwei Kindern. Und die stehen da jetzt hier ganz prominent vor einer Kapelle. Wenn irgendwie sagt von wegen, ja, der war gar nicht katholisch, der Kennedy, also komisch, der hat aber die ganzen katholischen Riten dann mitgemacht. Ihr dürft nicht vergessen, der Mann war gerade 43 zu dem Zeitpunkt, wo der Mann gewählt worden ist und der hat Politik studiert und nicht irgendwie die Wahrheit. Ja, Politik ist so ziemlich das Gegenteil der Wahrheit, von daher könnte dem Mann jetzt erstmal da nicht den Vorwurf draus drehen, nach dem Motto, warum hast du das nicht durchschaut? Der hatte sein Leben lang mit zu tun, Geld zu verwalten und sich auf das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten vorzubereiten, denn er wusste ja schon nach dem Tod seines älteren Bruders im Zweiten Weltkrieg, das heißt, er wusste 15 Jahre, Pi mal Daumen, vor der Präsidentschaft wusste er schon, dass er dazu auserkoren oder, wenn man jetzt etwas vielleicht ehrlicher ist, verdammt dazu war, Präsident der Vereinigten Staaten werden zu sollen, beziehungsweise sich aufstellen zu lassen.
Ja? Und diese ganzen heidnischen Feste, die natürlich jetzt mit Fruchtbarkeit zu tun haben, also beim Mann der Phallus, bei der Frau die Brust und so weiter, ja, die haben natürlich dann eben genau den heidnischen Ursprung. Hier habt ihr die Göttin Ishtar, Easter, Astarte, Ostara, egal in welcher Form ihr sie jetzt da jetzt haben wollt, die hat die ganzen Eier da, die an ihrem Körper angebracht sind und die haben natürlich dann eben genau mit diesem Easter zu tun, also was in der König James Bibel drin steht, da steht ja insofern nicht Ostern drin, sondern eigentlich das Fest der Ishtar, was eben dann Easter heißt, aber Easter kommt von Ishtar und eben nicht von Ostern. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Eier sind, Michael, oder ob das nicht Brüste sind, weil wir kennen das ja auch von der Diana, die so voll mit Brüsten gemacht ist. Ja, genau, das habe ich gerade auch schon. Das habe ich gerade auch schon gedacht, aber der Punkt ist, dass eben also auch ein Ei natürlich ein Fruchtbarkeitssymbol ist, weil natürlich das Ei erstmal befruchtet werden muss und das passiert natürlich durch den männlichen Samen. Also egal, wie du das jetzt siehst, dieses Osterfest, wir wissen ja auch, es gibt ja so ein unschönes deutsches Sprichwort vielleicht, also die rammeln wie die Punkt, Punkt, Punkt. Also glaube ich Karnickel oder so war das gewesen. Und das ist halt immer so ein Fruchtbarkeitssymbol. Und deswegen ist es eigentlich egal, wie die Dame jetzt hier heißt, weil die hat eh nie existiert. Es geht hier nur darum, um an einen Gegenentwurf zu zeichnen zu der Geschichte der Bibel, dass eben Jesus Christus der Erlöser ist und dass wir eben keine anderen Götter angebetet werden. Deswegen bietet Satan in jeder Religion, in jedem Volk, in jeder Sparte, in jedem Land der Welt irgendwo so seine alternativen 0815 Götter an. Ne? Die heißen dann teilweise sogar noch von Land zu Land unterschiedlich, sind aber eigentlich immer dieselben Konzepte. Es ist dann irgendwie so ein großes Muttertier, was unglaublich fruchtbar ist. Und meistens stirbt der Mann dann. Und also diesmal dann nicht durch Krieg, sondern durch irgendwelche Unglücke und so weiter und so fort. Die Frau ist dann ganz betrübt und möchte ihn gerne dann wiederhaben. Und das ist also ein Thema, was eigentlich die meisten Menschen mit Ägypten verbinden, was aber eigentlich aus Babylon kommt. Jetzt dürft ihr einmal raten, wer denn da zuerst gewesen ist. Und es waren nicht die Ägypter. Und deswegen braucht ihr nicht zu raten. Man braucht nur die Bibel zu Rate zu ziehen. Und dann haben wir nämlich dann die Wahrheit. Und die ganze Welt fußt sich darauf, dass aufgrund dessen, dass die Pyramiden in Gizeh, die dann übrigens auch für eine heidnische Trinität dann halt da zuständig gewesen sind oder immer noch sind eigentlich, so Kultobjekte sind, deswegen natürlich verehrt werden als Weltwunder, dass die dann so die absolute Wiege der Zivilisation wären, die sie gar nicht sind. Aber das darf heutzutage ja keiner bezweifeln. Das ist genau wie die Relativitätstheorie, die nicht nur ich, sondern auch andere Menschen schon widerlegen konnten und die natürlich ich nur widerlegen kann, weil ich mich mit anderen Menschen beschäftige oder mit Studien beschäftige. Und die dann teilweise, wie ich jetzt letztens erfahren habe, auf Reddit und wie sie alle heißen, dann gelöscht werden. Ja, komplett gelöscht werden. Das ist gegen die Doktrin. Ja, da wird gar nicht drüber diskutiert. Du kannst noch so viel beweisen, die Wahrheit wird unterdrückt ohne Ende. Und jetzt überlegt mal in eurem Bekannten- und Verwandtenkreis, wie viele Menschen jetzt wieder in 2 Wochen Pi mal Daumen zum Osterfest sich versammeln, zu Oma fahren, Kuchen essen und aufgrund des gesellschaftlichen Diktats, aufgrund der Doktrin darfst du es nicht anzweifeln. Stell dir mal vor, du würdest wirklich zu den Großeltern hinfahren, würdest sagen, pass mal auf, also Oma, hab dich ja lieb, aber ne, Weihnachten ist Betrug, ne, Ostern gibt es nicht und das, wofür du im Augenblick Angst hast, existiert überhaupt nicht. Ja. Die würden euch wahrscheinlich beim nächsten Osterfest nicht mehr einladen. Und dann hängt da eventuell der Haussegen, wenn es den gäbe, schief und dann auch der ganze Rattenschwanz, der dahinter ist. Und das ist unglaublich, wie unsere Gesellschaft heutzutage durch Riten und Traditionen bestimmt ist und eben komplett 180 Grad verdreht zur Wahrheit. Ja. Also wenn du dich jetzt doch schon so auf Ostern einschießt, dann kann ich ja vielleicht auch meine Geschichte. Ich wollte gerade extra, weil ich mir schon geahnt habe, dass jetzt der kurze Zwischenkommentar kommt, schon scrollen wie ein Weltmeister. Tom hat mir mal eine Geschichte erzählt, also Tom Fress von Inquisition Update. Mhm. Und inwieweit das wahr ist, weiß ich nicht, aber es klingt so schön, um nicht wahr zu sein. Mhm. Die Geschichte dahinter, warum die Leute zu Ostern oder die Kinder zu Ostern Ostereier suchen, sagt er, geht zurück auf die Israeliten, die in der Zeit des Passafestes, also nicht des Osterfestes, das ist ja inzwischen, haben wir ja gerade eben deutlich gemacht, ja natürlich, weil das ist ja danach das Fest der ungesäuerten Brote, wo man eine ganze Woche lang nur ungesäuertes Brot essen darf, also keinen Hefeteig gebrauchen darf, für das Brot zu backen. Ja? Und Hefe steht ja auch immer für Unreinheit in der Bibel. Ja? Und die haben also ihr Haus sauber gemacht vor dem Fest der ungesäuerten Brote, um eben alles, was Hefe ist, alles, was unbiblisch ist, würden wir heute sagen, alles, was unchristlich ist, und auch wirkliche Hefe, Teig, also Hefe, mit der man backt, aus dem Haus wegzumachen. Und die Kinder wurden dann, so hat Tom erzählt, dann ins Haus geschickt, um noch zu sehen, ob noch irgendetwas an Hefe
irgendwas Unchristliches in dem Haus versteckt ist, um das dann zu finden und rauszutun. Und dass das übernommen wurde dann durch die Heiden und dass man deswegen die Ostereier heutzutage sucht. Also die Geschichte finde ich fast zu schön, um nicht wahr zu sein. Es ist aber letzten Endes so, dass die Geschichte natürlich eigentlich diese ist, dass also die Himmelskönigin vom Mond kam und dann in einem Ei auf die Welt, also auf die Erde und so. Ach, das ist. Aber wie gesagt, wenn ja, das. Aber das ist ja nicht der Punkt. Deswegen haben die Israeliten ja nicht das Haus sauber. Nein, das ist richtig. Aber ich wollte ja nochmal sagen, es gibt so viele Dinge da und das hat eben alles nichts mit Christentum zu tun. Sondern was es damit zu tun hat, ist, dass eben andere Götter angebetet werden. Beispielsweise eben die Frauen, die den Tammuz beweinen. Und dieser Mensch oder dieses Kind oder wie auch immer. Ja, dieser Götze sozusagen, der ist eben in der Bibel benannt. Und zwar im Hesekiel Kapitel 8, Verse 14 bis 17. Und da ich ein netter Mensch bin, habe ich die natürlich jetzt auch direkt in Deutsch hier, nicht nur in Englisch und so weiter, aber direkt auch jetzt hier drin stehen, sodass der Jörg die Verse 14 bis 17 dann auch benennen kann. Und dann, glaube ich, sehen wir dann auch den Hintergrund dieses Obelisken vielleicht noch einen ganz anderen Sichtpunkt. Und er führte mich zu dem Eingang des Tores am Haus des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Tammuz war ein babylonischer Götze, der mit der absterbenden und wiederauflebenden Vegetation in Verbindung gebracht wurde. Er wurde von seinen Anhängern rituell beklagt. Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer, die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Ja, genau. Sprach er zu mir. Deswegen habe ich es so richtig dick und fett gemacht. Sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Und das ist jetzt völlig egal, ob wir jetzt die Flagge nehmen von Japan, wo eben die Sonne ganz orange da fett drauf ist, und ob wir jetzt beispielsweise eine gewisse arabische Religion nehmen, die sich ja dann nach Osten verbeugen und solche ganzen Geschichten. Ihr seht, die Sachen sind, die Sachen sind älter als die Religionsstifter dieser arabischen Religion. Definitiv. Ja? Es gibt also Menschen, die beten die Sonne an. Sie warfen sich, also warfen heißt ja, ich verehre, ich verbeuge mich, ich werfe mich nieder vor jemandem, der größer ist als ich. Sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder, weil im Osten natürlich die Sonne aufgeht, was jedes Kind in der Grundschule irgendwo schon lernt, vielleicht auch deswegen. Aber sie warfen sich eben anbetend vor der Sonne nieder. Also sie sind Sonnenanbeter. Punkt. Sie Sonnenanbeter. Und das ist genau in diesem Zusammenhang mit dem Tammuz auch. Ja, diesen Tammuz, Tee, ne? Tee übrigens auch, da, wenn man so einen Tee alleine nimmt, hat man ja auch so eine Kreuzform, ne? Also jeder, der meint, ein Kreuz wäre ein christliches Symbol, der ist eigentlich dann so wie Monopoly, ne? Also gehe nicht über los, ziehe keine 4000 Mark oder Euro ein und so weiter oder gehe dann direkt irgendwie ins psychische Gefängnis. Ich weiß nicht, also Tammuz ist dann so der Gegenentwurf und ist dann im Babylonischen ungefähr das, was jetzt eben dem Ägyptischen jetzt eben der Horus wäre, aber das so weit immer noch nicht. Ich wollte jetzt einfach über nur damit. Über das Kreuz haben wir ja auch bei der satanischen Medienagenda drüber gesprochen, in einer der Folgen und auch in einer der Folgen, Mysterienreligion. In wurde einer der 226 Folgen kam es garantiert vor. Ja. Naja, es kam ziemlich zu Anfang sogar. Und, ja, richtig, richtig. Bei Babylon Mysterienreligion kam es vor und bei Alexander Hislop kommt es auch vor. Also genug Plätze auf meinem Kanal oder auf meinen Kanälen, um das nachzuschauen. Genau. So, die Israeliten, also das auserwählte Volk Gottes, fingen an, Astarte, Ishtar, Ostern, Astarte, also die Fruchtbarkeitsgöttin, zu verehren und den Tammuz zu beweinen. Ja, damit sind wir hier komplett im heidnischen Babylonischen gelandet. Ne? Was ist damit gemeint? Ist ja klar, der Ursprung der Sonnenanbetung ist halt die Schöpfung anzubeten vor dem Schöpfer oder halt auch die Sonne gleichzusetzen mit der Erleuchtung und mit vielen anderen Dingen. Da kommen aber noch in ganz anderen Sendungen dann noch mit rein. Aber Ostern kommt eben vom chaldäischen Wort von Ishtar, ja? Easter. Also wir in Deutschland im unserem Sprachgebrauch sind nicht die älteste Kultur der Welt. Also von daher haben wir nicht irgendwie die Wörter irgendwie erfunden, sondern wir haben es, wenn man so will, eingedeutscht oder eingeteutonisch oder wie auch immer, eingermanisch. Also auf jeden Fall sind wir also nicht diejenigen, die jetzt hier mit dem Wortstamm von vor 6000 Jahren irgendetwas gemeinsam hätten. Also deswegen kommt das zu uns und deswegen haben wir also erstmal daraus Ostern gemacht, aus dem Easter. Ne? Also eben dann von Astarte oder Ishtar oder Ashtoreth
Das hängt immer davon ab, wo ihr dann gerade unterwegs seid. Es bedeutet alles dasselbe, aber es wird halt unterschiedlich ausgesprochen. Das ist ungefähr so, als wenn ihr einen Norddeutschen nach Bayern schickt irgendwie, der erwähnt sich da auch im Ausland. Ne? Also glaubensmäßig würde das vielleicht noch fast funktionieren, aber glaub mal, als Hamburger verstehst du nicht jeden Bayern, definitiv nicht. Und deswegen, also siehst du schon, das hat alles damit zu tun mit dem Sexkult. Ne? Wir gehen ja hier, der Tempel von Ishtar, also Ostern, Ishtar hatte viele Priesterinnen oder heilige Prostituierte, da habe ich schon mal in Englisch eine Folge gemacht oder auch mehrere, die symbolisch die Fruchtbarkeitsriten des Naturzyklus auslebt. Ne? Ganz prominent am sogenannten Tag der Arbeit, der nicht der Tag der Arbeit ist, sondern eben ein keltisches Fest vom 30.04. Ja, genau die, auf den 1.05. Ne? Dann wird dann ein Maibaum gesetzt. Ne? Also da wird dann auf das Haus der angebeteten Phallus drauf gemacht. Der Motto, hey, ich will dich. Nichts anderes heißt das Ding. Das heißt nicht von wegen hier, guck mal hier, du hast jetzt hier was zum Heizen für den Winter. Nein, es ist am 1. Mai, der Wonnemonat fängt an, der Monat der Verliebten und garantiere ich, oder würde ich zumindest vermuten, dass es da auch der Monat ist, wo die meisten Menschen heiraten. Ne? Und Ishtar und Astarte wäre dasselbe jetzt wie eben die Semiramis oder die Frau, sogenannte Frau von Nimrod, der dann der erste Jäger gewesen ist, der Jäger der Menschen, der Jäger der Seelen in der Bibel. Und damit sind wir dann schon wieder in Babel, in Babylon und so weiter und so fort. Wir drehen uns immer im Kreis und glaub irgendwie, bis jetzt sieht irgendwie noch nicht jeder so die Parallele. Aber jetzt habe ich hier eine, denn dieser Tammuz wurde von einem Wildschwein getötet. Glaubt ihr immer noch, dass Obelix irgendwie zufälligerweise mit einem Hinkelstein durch die Gegend stolziert, aber eigentlich doch komischerweise da nicht Hinkelix heißt, sondern Obelix? Dieser Tammuz wurde von einem Wildschwein getötet. Und was ist denn die Lieblingsspeise von Obelix? Das sind Wildschweine. Wenn das jetzt immer noch nicht glaubt, dass die Menschen uns veräppeln. Ich habe doch schon mal gesagt, diese ganze Asterix- und Obelix-Geschichte. Ich vermute doch, dass da auch freimaurerischer Einschlag hinter ist. Und wenn ich dann sehe, da sind so viele Allegorien drin. Asterix kommt, kann von Astarte kommen, kann auch von Astra kommen, also von Stern. Obelix kommt logischerweise von Obelisk. Und ausgerechnet der ist dann auch noch derjenige, der die Wildschweine verspeist. Also der also quasi Wildschweine töten will, klar. Weil, guck mal hier, Tammuz voll einem Wildschwein getötet wurde. Und dieser Obelix, oder dieser Obelisk sozusagen, ist dann ein Symbol für eine heidnische Gottheit. Und dann, wenn ich das jetzt alles auseinanderdrösel mit allen möglichen Büchern, dann können wir da eine 3-Stunden-Lesung davon machen. Aber ich finde es schon interessant. Ja? Tammuz wurde von einem Wildschwein getötet und Obelix verspeist am liebsten Wildschweine. So klar, die Rache für Tammuz. Ne? Also Obelix als Rächer von Tammuz. Ne? Ich glaube, da, dass das so auch kaum einer irgendwie sieht. Und deswegen ist das auch in der Kennedy-Geschichte jetzt hier ein bisschen ausufern. Ich gebe es ja zu, aber damit man auch bald den Hintergrund hat. Ja, und die Königin Ishtar oder Semiramis oder Astarte oder wie auch immer, auf jeden Fall die Frau, erzählt dann den Leuten, ne? Also dass Tammuz nun aufgefahren sei, also in den Himmel sozusagen, zu seinem Vater Baal, ursprünglich Nimrod. Ne? Und die beiden würden dann mit ihnen sein, in der heiligen Flamme des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das hat mit einer heiligen Trinität zu tun. Und, aber Ishtar behauptete eben, dass als Tammuz getötet wurde, etwas von dem Blut auf einen Stamm eines grünen Baumes fiel. Und dieser Stamm über Nacht zu einem neuen Baum wuchs. Dieser Baum ist der heutige Weihnachtsbaum zur Ehre von Tammuz. Am besten noch mit einem 5-zackigen Pentagramm satanischen Stern drauf. Und dieser Baum ist dann ein Evergreen. Und Evergreen kann auch ein Lied heißen, was also dauernd noch beliebt und so weiter ist und was also immer grün ist, das heißt Evergreen. Und nochmal heilige Flamme und Weihnachtsbaum, einfach nur im Kurzhirn irgendwie abspeichern. Evergreen, hier seht ihr eine Schiffslinie, die heißt Evergreen und ihr habt ja dann auch so Evergreen-Tannen, also Tannenbaum. Ne? Und da kommt die Geschichte her. Also die Römer waren nicht diejenigen, die es erfunden haben, sondern die Römer sind diejenigen, die es halt weiter vermischt und vermingelt haben durch die ganze Geschichte von Babylon nach Rom. Also von Babylon eigentlich über über Medien, über Perser, über Griechen, dann eben zu Rom. Also quasi die ganze Station des Metallmannes aus Daniel dann halt darum. Und ja, und Ishtar ist dann in die Unterwelt gestiegen. Oder jetzt, wenn er jetzt die Frau von Elon Musk fragt, wird die sagen, ja, da, wo die dunkle Materie ist, ja, um Tammuz wieder zum Leben zu erwecken, also ihren Sohn zum Leben zu erwecken. Deswegen muss sie in die Hölle oder in die Unterwelt. Also so wie Orpheus oder wie auch immer, oder Satan oder wie auch immer, Cerberus, also wo ihr gerade unterwegs seid, das ist alles dieselbe Geschichte. Von
Von nun an rief Semiramis jedes Jahr 40 Tage lang vor Tammuz Todestag eine Zeit der Trauer aus, bei der die Menschen den Tammuz beweinen. Hesekiel 8,14, nochmal eben, was der Jörg vorgelesen hat. Da habt ihr die 40 Tage. Das hat nichts mit den 40 Tagen in der Bibel zu tun. Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst meinem Gedenken zuliebe müsst ihr jetzt 40 Tage lang irgendwie in der Wüste gehen oder sowas, hat er nicht gesagt, sondern das ist letzten Endes jetzt wieder eine Geschichte, die eben jetzt hier veränderlich ist, weil sie einem Sonnenkalender oder einem Sonnenmondkalender folgt und Mond wäre dann die Allegorie der weiblichen heidnischen Herrscherin. Also der Sonnengott wäre jetzt hier der Papa, also der Nimrod in dem Moment oder der Baal. Die Mondgöttin wäre dann entweder Selene oder Astarte oder Ishtar oder Semiramis und das Kind ist dann eben jetzt hier entweder Tammuz oder Horus und wie sie alle heißen. Ne? So, und deswegen sollten die Menschen dann auch ein Kreuz in Form eines T in ihrem Herzen machen zu Ehren Tammuz. Heutzutage gibt es eine ganz berühmte Kirchenvereinigung, die das immer gerne auf die Stirn macht, da wo die Inder meistens das dritte Auge vermuten, obwohl da noch keinem eins gewachsen ist. Oder ja. Die sich bekreuzigen. Oder die sich bekreuzigen. Gelegenheit. Ne? So gesagt, bekreuzigen, die also ein ja. T auf ihre Brust genau. zeichnen mit ihren Händen. Ne? Genau. Und die 40 Tage Trauer, das sind halt die 40 Tage Fasten heute. Weil wenn man trauert, dann isst man ja nicht, weil man trauert ja. Richtig. Also wird das Trauern in Fasten umgewandelt. Und die ganzen Menschen machen das heute nach dieser sogenannten Faschingzeit, wo man ja ausgebreitet tafelt und Spaß hat und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und danach besinnt man sich eben wieder auf die wirklich wichtigen Dinge und muss erstmal wieder rein werden und muss den ganzen Kram wieder rauskriegen, den man sich vorher reingeschaufelt hat. Das hätte Obelix auch mal ganz gut getan. Und ja, gut, ich will gar nicht weiter sagen. Was er immer was gegen den Dickeln hat. Ich kenne das Skript ja nicht, deswegen Entschuldigung, dass ich da manchmal. Nein, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie heißen denn die Menschen, die Karneval feiern? Karneval? Nee, Narren. Narren. Karnevalisten. Narren. Nee, Narren sind das. Narren. Narren und Tor. Närrische Zeit, Narren. Also Narren intelligente Menschen, aufgrund dessen könnten eigentlich gar keinen Karneval feiern, denn die lassen sich ja dann zum Narren machen. Wer möchte sich dann freiwillig zum Narren machen lassen? Abgesehen davon ist es dann auch die fünfte Jahreszeit und viele ganze Geschichten, die da eher damit zu tun haben. Und wenn natürlich die Narretei, das ist natürlich dann genau die Geschichte, die für den Narren dann anschließt, das ist dann die Fastenzeit für Tammuz. Aber das wissen die ja nicht, weil das ja nirgendwo oder zumindest kaum irgendwo gelehrt wird. Ne? Deswegen ist es völlig egal, welche man jetzt verehrt. Diese ganzen Standbilder siehst du jetzt überall. Und diese Standbilder haben eben damit zu tun mit einer Sonnenreligion, weil diese Standbilder, diese Obelisken, auch beispielsweise öfters, wie beispielsweise im Vatikan, als Sonnenuhr dienen. Und natürlich dann, wenn du dann natürlich dann die Reminiszenz siehst zu einem Sonnengott, dann ist natürlich ganz klar, warum das Ding dann noch so ein Rad drumherum hat. Aber ich habe da mal eine Übersicht jetzt hier. Die heidnische Trinität vereinigt in der heiligen Flamme. Heilige Flamme. Ja, seht ihr jetzt hier Babylon, da hieß es dann Nimrod, Tammuz und Semiramis, also Vater, Sohn, Mutter. Vielleicht ist es einfacher mal vorzulesen, Vater, Mutter, Sohn. Also in Babylon wäre es Nimrod, Semiramis und Tammuz. In Kanaan, also da, wo die Kannibalen, die Priester der Kanaaniter daherkommen, da ist es dann Baal, Astarte, also Ishtar, ja, das ist dasselbe, Baal, Astarte und schon wieder Tammuz, also da siehst du schon, dass sie das alles übernommen haben da. In Ägypten ist es jetzt hier ganz, natürlich ganz prominent, ist es jetzt hier Osiris, Isis und Horus, das ist hier verkehrt, hier ist ein Fehler drin, da ist ein Fehler drin, ja, das ist hier vertauscht, sehe ich gerade, Entschuldigung, hätte ich das vorher gesehen, hätte ich es nicht reinkopiert. Also hier ist ein Fehler, das Kind heißt Horus und nicht der Vater, also hier ist ein Fehler drin, definitiv. So, Griechenland ist eben Zeus, der Papa, Aphrodite, die Mutter, ne? Agneta, ne? Aber wisst ihr ja noch. So, und der Sohn ist dann eben Adonis oder Dionysos, je nachdem, wo man wieder unterwegs ist. Und das Gleiche gibt es jetzt hier in Deutschland, prähistorisch, also bei den Germanen dann auch. Papa ist Wotan und Mutter ist dann Ostara. Und Ostara kommt natürlich von Ishtar, Astarte und so weiter, also wie Ostern, Ostara. Also im Deutschen könnt ihr dann sagen, Ostern kommt vom Ostara. Ja, aber Ostara kommt von Astarte, also von daher ist das natürlich alles eingedeutscht hier. Und in Rom ist es dann eben, Papa ist Jupiter, ist der höchste aller Götter, ja, und dann die Mutter ist dann Venus
und der Sohn ist dann eben Bacchus. Also das ist dann hier komplett umgedreht und oder na, ist eben komplett eingerömischt. Und im Katholizismus hat man dann eben dann die Maria genommen. Man muss ja irgendeine Mutter haben, man muss ja irgendein Muttertier haben, man muss ja irgendetwas Weibliches haben. Und da Maria eben Jesus in menschlicher Form geboren hat, da ist ja wahrscheinlich kein Zweifel drüber, das ist es dann eben so, dass sie dann ihre heidnische Trinität haben, die dann letzten Endes nichts anderes ist als ein Abbild der heidnischen Götzen aus Babylon. Also, wenn du so willst, ist dann eben Maria, die Verehrung der Maria, nichts anderes als die Verehrung der Semiramis im alten heidnischen Babylon. Ja, und das ist eben die Geschichte mit den fremden Göttern und zwar der Himmelskönigin. Das ist alles schon in der Bibel beschrieben, dass eben Menschen da halt einfach den Tammuz beweinen, sich gegen Osten kehren und die Sonne anbeten. Darum ging es ja. Und in der ägyptischen Trinität, da haben wir dann jetzt hier Horus, Osiris und Isis. Und Horus ist eben das Kind. Wenn ich das jetzt wieder sehe, also ich kann echt nichts kopieren aus dem Internet, was nicht irgendwo einen Fehler hat. Ne? Das ist echt faszinierend, oder? Ja, also in der Mitte Osiris stimmt überhaupt nicht. Isis ist immer die Mutter, ist klar. Zufälligerweise oder nicht zufälligerweise heißt auch genau diese sogenannte Terrororganisation genauso wie die Götzin der ägyptischen Trinität. Und der Papa ist eben dann Osiris und das Kind ist eben dann Horus. Also hier haben wir es mal richtig rum. Also Osiris ist Papa, Isis ist Mama und Horus ist der Sohn. Ne? So, da habt ihr jetzt beispielsweise hier die Geschichte. Und da habt ihr ja schon bei Osiris, hätte er diese komische Pose mit diesem Zepter und so weiter und so fort. Und das hat eben damit zu tun, dass er auch der Mensch halt eigentlich ist, der die Macht hat. Und der ist umgebracht worden in dieser heidnischen Saga sozusagen. Und dann ist eben die Mutter in die Unterwelt gestiegen, also dann als er verschieden war, hat die ihn dann quasi besuchen wollen und wollte ihn dann wieder zum Leben erwecken. Und das ist nämlich die Geschichte, die also eben dann in der ägyptischen Trinität dann eben dann rauf ist. Und deswegen es ist alles, was die katholische Kirche macht in puncto Gottes Mutterverehrung, die Mutter wird immer stärker und kräftiger und dominanter dargestellt als der Sohn. Entweder besucht die Mutter den Sohn am Kreuz, wo der Sohn fast tot ist oder schon tot ist, oder aber die Mutter wird dann als fürsorglich, jetzt hier sogar mit der Brust nährend, dem Kind gegenüber beschrieben, sodass also immer die Mutter immer stärker ist in der Symbolik als das Kind. Ja, das ist einfach ein Trick, ja, du musst gewisse Bilder überhaupt nicht beschreiben, das reicht, wenn du die Symbolik siehst und jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. Ein Kind, was auf die Nährung der Mutterbrust angewiesen ist, ist nicht selbstständig, ja, ist eben ein hilfloser Mensch, ein kleines Kind und deswegen ist die Mutter natürlich da die dominante Komponente da drin. Ja, und deswegen würde ich euch empfehlen, entweder die Lesung von Babylon nach Rom oder eben dieses Buch von dem Referent, also von einem Priester hier, Alexander Hislop, geschrieben, nicht von irgendeinem, wer auch immer, Schriftsteller, sondern sogar schon einen Priester. Also ich wollte sagen, nicht weiter scrollen, du hast da so einen schönen Absatz hier, Ostern wurde also ursprünglich, den sollte man mal lesen. Ja, Ostern wurde also ursprünglich zur Ehre Baals, Ishtars und Tammuz veranstaltet. Diese Gottheit wird immer noch als die aufgehende Sonne verehrt, deren Haus das, Zitat, Haus der aufgehenden Sonne. Da gab es doch mal ein Lied in den 60er Jahren. New Orleans. Ist das nicht New Orleans? Das ist genau da, wo übrigens Dings herkommt. Wie heißt er noch? Lee Harvey Oswald, da muss schon mal beim Thema werden. The House of the Rising Sun. John F. Kennedy, sind wir da noch? Ja, ja, wir sind noch bei Kennedy, ja. Wir kommen auch wieder dahin, in der nächsten Sendung wahrscheinlich, ja. The House of the Rising Sun, ja. The Animals, ne? Die Tiere, ja. Ja. Vielleicht hätten sie sich besser The Beasts nennen sollen, aber das wäre dann auch schon wieder so eine Sache. Das wäre vielleicht ein bisschen zu deutlich. Ja, also die Madonna Roms ist die Madonna Babylons. Das geht immer weiter so. Das ist, wie gesagt, da könntest du Studien von machen ohne Ende. Das ist immer dasselbe. Ja, das ist egal, ob du jetzt nach Babylon gehst, nach Griechenland gehst oder ob du jetzt in Ägypten dir die Füße da wund läufst. Es geht immer um die Anbetung der aufgehenden Sonne. Deswegen Osten. Ja, deswegen, mit anderen Worten, wenn es um die Anbetung der aufgehenden Sonne geht, dann geht es um die Anbetung der Schöpfung anstatt des Ehregebens an den Schöpfer. Ja, und die Sonne ist auch immer ein Zeichen dafür, derjenige, der halt eben die komplette universelle Energie sozusagen hat. Ne? Und die meisten Menschen glauben unserer Schulmedizin, Biologie, Geografie und so weiter und so fort, unserer Schulweisheit, dass ja ohne die Sonne kein Leben möglich wäre. Mhm.
Also, dass da jetzt überall alles anfängst, da bist du morgen. Ja, noch. Wer das erste Kapitel Genesis liest in der Bibel, der ja, weiß, dass es nicht wahr ist. Aber das liest ja keiner mehr. Das ist ja gerade das Problem. Das liest ja keiner mehr. Die Leute sind ja den ganzen Tag nur mit Geschenken und mit der materiellen Welt beschäftigt. Mit Osterhasen, mit Ostereiern anmalen und so weiter und so fort. Das ist ja nur noch grotesk, was da draußen abläuft. Also, man kann sich wirklich nur wünschen, wenn das wirklich so weitergeht. Und ich bin da nicht destruktiv. Ja, man kann sich nur wünschen, dass das wirklich alles komplett in den Bach runtergeht. Weil man weiß gar nicht mehr, wo soll man da gleich schon anfangen. Es ist ja nur noch, es gibt ja nichts Schönes mehr. Es ist ja nur noch Lüge. Lüge, Lüge, Lüge nach der nächsten Lüge. Ja, das ist ja gerade das Problem. Das heißt, die Eltern fangen schon an, die Kinder zu indoktrinieren, weil die Eltern sich nicht dem Gruppenzwang entledigen können oder wollen, irgendwie zu sagen, du kriegst nichts zu Weihnachten. Oder der Nikolaus kommt nicht zu dir und macht dir den Stiefel voll. Oder es gibt keine Ostereier. Kannst du dir das Geschrei draußen vorstellen? Ich bin das einzige Kind in meiner Klasse, meine Eltern sind so total bekloppt, die gehören einer Sekte an und die feiern kein Ostern. So ungefähr. Ja, und der Hase, das Symbol der Fruchtbarkeit im alten Ägypten, guck mal da, ne, wurde später in Europa weitergetragen. Genau, seinen Platz hat der Osterhase eingenommen. Kommt aus der Encyclopaedia Britannica 1991, kommt nicht von mir. Ja, und deswegen haben wir nämlich dann auch Osterkuchen, Osterlämmer. Ursprünglich gaben an die Königin des Himmels Ishtar Rosinenbrötchen, dekoriert mit Kreuzen zu Ehren ihres Sohnes Tammuz mit dem T. Ja, der erste Buchstabe T, wie T, wie Teufel, wie Tod und alles Mögliche. Also mit T fängt ja nicht unbedingt ganz viel Positives an irgendwie auf dieser Welt. Ne? Ja, und so geht das los. Osterschinken und so weiter und so fort. 40-tägige Fastenzeit und ich scroll jetzt einfach durch. Ich will endlich wieder zu Kennedy kommen. Ich will halt einfach nur darauf, dass eben die ganze Welt übersät ist mit solchen ganzen heidnischen Kulten und Symbolen. Es gibt ein interessantes Buch von John Daniel, das heißt Das große Design, dann jetzt hier mal veröffentlicht, also The Grand Design Exposed, New World Order, mit einer Pyramide, die irgendwas vielleicht mit Ägypten zu tun hat, aber auch irgendwas mit den Freimaurern zu tun hat. Und er hat gesagt, es gibt eine okkulte Agenda, und die hat eben zu tun mit der Stadt von Washington D.C. beispielsweise oder mit dem amerikanischen Dollarnote. Ja, und in diesem Buch geht es also darum, dass also alles Mögliche dann aufgedeckt wird und so weiter und so fort. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Und es kostet leider $18. Das ist jetzt ein Insider, ne? Kostet leider $18, aber kann man leider nichts dran machen. Und in diesem Buch wird also dann eben nicht nur beschrieben, was da in Amerika oder im Okkulten los ist und dass eben die okkulte babylonische wahre Seite eben diejenige der römischen katholischen Kirche wäre, sondern dass eben die Wahrheit ist, sagt er auf Seite 302, dass die Jesiden von Rom eben die Freimaurerei perfektioniert haben als ihr hervorragendstes und effektivstes Werkzeug und dass sie dann eben dann ein Werkzeug oder einen Zweck gehabt haben und unter den verbliebenen Protestanten eben dann da zu agieren und das wäre also komplett verborgen und wäre dann eben bis jetzt eben überhaupt unbekannt. Und man könnte eben dann diese ganzen okkulten Symbole der Illuminati und der Freimaurer, die man dann eben in Washington und so weiter und den ganzen amerikanischen großen Siegel und so weiter sieht, könnte man eben dann dechiffrieren. Und das besteuert eben beispielsweise aus der Pyramide und eben dem Hauptstein oder dem eben dem obersten Stein und so weiter, der eben nicht im Platz sitzt und so weiter. Und das ist auf Seite 302 beschrieben. Und er sagt jetzt hier genau eben aus, dass eben, wie ich eben geschrieben habe, eben, dass es da eine Unterwanderung gibt, was eigentlich schon fast eine Untertreibung ist, sondern dass es eben dann die Steuerung ist der Freimaurer durch die Jesuiten. Das steht in dem Buch hier drin, ne? The Grand Design Exposed auf Seite 302. Hier steht drin auf Seite 112, English Freemasonry infiltrated by Jesuits. Das heißt, englische Freimaurerei wurde infiltriert durch die Jesuiten. Ne? Proofs of a Conspiracy, da haben wir doch schon wieder die Geschichte, ne? Eine Konspiration, eine Verschwörung durch den Professor John Robinson, einen schottischen Protestanten, der eben ein bisschen Licht reingebracht hat in die jesuitischen Unterwanderung, die eben dann in den ganzen Logen der Freimaurerei ab 1648 bis zur heutigen Zeit stattgefunden hat. 1648 ist allerdings schon 108 Jahre nach der offiziellen Anerkennung der Jesuiten durch den Papst. 1648. Das sind also bis jetzt heute fast 400 Jahre. Jetzt 300, weiß ich jetzt nicht, 75 oder so, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall unglaublich lange Zeit. Das heißt, heutzutage weiß da kaum einer was von, der nicht genau solche Bücher liest. Ja? Darum geht es mir.
Es geht einfach darum, dass man wirklich sieht, dass diese ganze Freimaurerei letzten Endes nur ein protestantisches Ablenkungstool ist, damit man die Protestanten eben gegen den Papst irgendwie dann so gesinnt, damit man die dann auch einsammelt und dass man die dann auch kontrolliert. Ja, wenn die, was die Leute im Geheimen machen, das kann eh nie viel Gutes sein. Und vor allen Dingen ist es dann so, dass wenn die was im Geheimen machen, das kann man dann eben viel einfacher kontrollieren, als wenn man jetzt eine Mehrzahl von Menschen kontrolliert. Die Intelligenten, die fischt man quasi ab und steckt die dann in gewisse Orden, erzählt denen dann die ganz großen Geheimnisse bekommen und im Endeffekt kriegen sie dann ein ganz großes Bündel von Lügen, nichts anderes. Und da ist es völlig egal, ob wir jetzt die Logen nehmen in Frankreich jetzt auch so richtiges Freimaurerland oder ob wir die Logen nehmen jetzt in England oder in den Vereinigten Staaten. Völlig unabhängig davon. Es geht sich darum, dass The Grand Design Exposed ganz klar liegt und das ist auch nur logisch, wenn man der Bibel folgt, dass eben alles, was im Geheimen zu tun hat, wehe denen, sagen wir immer in unserem Abspann, wehe denen, die sich eben im Dunkeln in Sicherheit wiegen und sagen, wer sieht uns, ne? Die werden letzten Endes alle ans Licht gekacht. Es bleibt ja nichts verborgen, was jetzt verhüllt ist und so weiter, was nicht am Ende des Tages ans Licht kommt. Und deswegen passt es auch ganz gut, dass Jesus Christus eben das Licht der Welt ist. Und die Jesuiten sind eben die geistigen Herrscher der Welt, wenn man so will, mit ihren spirituellen Übungen. Und dieser Protestantismus wurde eben dann offen bekämpft und auch dann subversiv bekämpft mit mittels der Freimaurerei, dass man eben die einflussreichen Menschen dann eben dann in Freimaurerkulten dann gemacht hat, gesteckt hat. Und die haben beispielsweise ganz offiziell die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Der George Washington war ein weltbekannter Freimaurer, vielleicht sogar der weltbekannteste Freimaurer. Deswegen gibt es für den auch ein Denkmal, genau natürlich in Washington, für George Washington, der eben ein Masonic National Memorial. Also da gibt es sogar eine nationale Gedenkstätte, eine Freimaurer-Gedenkstätte in Alexandria. Interessant, ne? Heißt das nicht auch so ein Ort da, wo diese angebliche Bücherei damals angebrannt worden ist? In dem Stadt oder in dem Land, in dem County, in dem Bezirk der Jungfrauen, Virginia, ja, und so weiter. Also da seht ihr jetzt, hat alles damit zu tun. Wenn das jetzt nicht ägyptische Architektur ist, weiß ich aber dann auch nicht, zusammen mit Rom. Also ich meine, ihr seht, die Amerikaner haben insofern keinen eigenen Baustil. Das ist auch alles wieder nur kopiert und damit sieht man letzten Endes, dass die Amerikaner, wenn man so will, jetzt auch nur die Fortführung des römischen Imperiums ist, nur auf der anderen Seite des Ozeans, wenn man so will. Dieses Washington Monument sagt die Seite, wir reden von Wikipedia, ein Obelisk. Also das ist jetzt nicht ja meine Idee, dass es einer wäre, sondern das könnt ihr ganz offiziell nachlesen. Und damit sind wir schon wieder bei Asterix und Obelix irgendwie gelandet. Und das ist eben, um eben den George Washington zu huldigen. Das ist ja nichts anderes als ein Tempel. Ne? Ich meine, guckt mal hier, wie das Ding aufgebaut ist. Ich meine, das Ding sieht ja nicht anders aus als eine Kirche, oder? Hängst du ein paar Glocken oben drin und würdest da, was weiß ich, dann vorne noch irgendwie ein großes Rundbogen-Eingangstor machen, würde ich ja sagen, das ist eine alte katholische Kirche. Ne? Ja. Ja. Und die haben dann eben hier auch den Eckstein gelegt, ne, symbolisch natürlich, nicht physisch, klar, am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli 1848, die Freimaurer. Also da ist es ganz klar, dass die Freimaurer die Vereinigten Staaten gegründet haben. Deswegen ist auch ganz logisch, dass die Freimaurer ein ganz gutes Standing haben in den Vereinigten Staaten von Amerika, aus dem kühlen Grunde, weil natürlich die ganzen reichen, mächtigen Menschen, ansonsten würden sie nicht einem gewissen Kult oder einer gewissen sozialen Stellung irgendwie gehören, gar nicht in die entsprechenden Positionen befördert werden könnten. Das heißt, man bleibt unter sich. Deswegen habt ihr alles, was mit der Staatsgründung zu tun hat, hat immer mit diesen ganzen geheimen Orden zu tun. Ansonsten würde man sich doch nicht so eine bekloppte ägyptische Pyramide auf der Rückseite des Dollarscheins und so weiter dann da setzen. Hallo, was hat das denn mit USA zu tun? Wachsen da überall Pyramiden? Haben die irgendwelche Tannen, die in Pyramidenform wachsen, mit verschiedenen Stufen geschnitten drin oder was? Also man sieht doch, die Symbolik ist doch immer dieselbe, ob ich jetzt nach Ägypten gucke oder ob ich jetzt nach Rom gucke oder ob ich jetzt in den Vereinigten Staaten gehe. Das ist doch immer dasselbe. Das sind überall die Faschis, das ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Und George Washington, klar, der war der bekannteste Freimaurer. Und auch in der heutigen Zeit passiert vieles, wo die Leute es nicht begreifen. Ne? Das kannst du nicht fassen, das fasst du einfach nicht. Sag doch hier MC Hammer, you can touch this. Ja, ein tolles Lied. Ich fand das damals super, als das rausgekommen ist. Der Typ konnte auch noch tanzen. Aber niemand sieht den Hintergrund. MC, ha, heißt jetzt nicht immer der Typ am Mikrofon oder so. MC heißt Master of Ceremonies, der Zeremonienmeister. Das heißt, wenn sich schon jemand MC Hammer nennt, dann hämmert der euch das in einer zeremonialen Video rein, dass du das überhaupt nicht begreifst. Und viele verstehen das Ding halt einfach nur als Lied. Aber wenn ich mich MC nenne, dann sage ich zu mir, ich habe hier eine religiöse Botschaft, ich bin der Meister der Zeremonien.
und was die Bibel zu meistern sagt, das brauche ich hier nicht noch mal zum 25. Mal irgendwie reinzumachen und so. Ne? Heutzutage heißt das hier als Synonym für Rapper oder Künstler. Heutzutage, aber eigentlich, ursprünglich, steht es für den Master der Zeremonien. Deswegen sind also diese ganzen Aufführungen und Konzerte, ob das von den Beatles ist oder von MC Hammer, you can touch this, oder von irgendjemandem, sind das eben alles Zeremonien. Vor allem, wenn man einen langen, anhaltenden Bassrhythmus hat, also so einen Einweihungsrhythmus hat, frag mal den Peter Gabriel, ne? The Rhythm of the Heat. Ne? Da beschreibt er nämlich genau diese ganze Zeremonie von dem Carl Gustav Jung. Da geht es nämlich die ganze Zeit drum. Aber das glauben die Psychologen ja nicht. Die glauben ja auch, die hätten eine Seele und die wissen gar nicht, dass Gott den Menschen als Seele geschaffen hat, sondern die glauben, die hätten die irgendwie und man müsste die aktivieren und das ist halt alles ein Konzept, was von vornherein schon völlig verkorkst ist. Deswegen kann ich nur jeden irgendwie jetzt davor warnen, irgendwie da jetzt mit Psychologie irgendetwas anzufangen, weil das steht auch auf völligen tönernen Füße der griechischen Philosophie. Und wenn man da weiß, dass da ganz viele Pädophilie da drin ist und so weiter, dann wundert einen das auch nicht draußen, wie dann heutzutage die Frühsexualisierung aussieht, ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass jeder Psychologe. Ich sage nur eins, dass es halt damals im alten griechischen, antiken Athen, da war nicht alles so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Michael Cretu zum Beispiel, MC, ne? Der hat auch ein Curly MC, also Löckchen, ne? Weil er hat so eine löckige Frisur und der hat beispielsweise hier mal ein Lied gemacht über den schwarzen Engel. Der Mann, der weiß genau, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Das war ein Lied, was er gemacht hat, bevor er die Idee gehabt hat, seine adrette Hupfdole, so wie sie damals genannt wurde, Sandra, dann eine deutsch-französische, wenn ich richtig im Kopf habe, mit Maria Magdalena, also ein biblisches Lied oder eine Verunepiepelung eines biblischen Charakters, besser so gesagt, an die Nummer 1 der europäischen Charts zu katapultieren. Dieses Lied habe ich damals benutzt in der Sendung von ABBA und dieses Lied heißt Schwarzer Engel, zeig der Welt dein Gesicht. Ich meine, wie offen müssen die Leute, die das noch sagen? Wenn ihr nicht wisst, dass MC Master of Ceremonies heißt, wisst ihr spätestens auch bei dem Titel hier, dass der ganz klar den dunklen Meister anbetet. Natürlich der, der jetzt die dunkle Materie hat, ne? Wovon ja die Moment, nicht Frau, nicht Partnerin, nicht Beziehung, aber irgendwie Leihmutter oder wie auch immer von Elon Musk so total begeistert und fasziniert ist. Ne? Er sagt, unsere Welt ist erfroren, wir sind nicht verloren, führ dein Volk in das Licht. Ne? Und das ist genau die Geschichte, dass ich sagen würde, Mensch, also wenn ich jetzt nah hinterherklemmen würde, würde ich sagen, der Mann hat irgendetwas mit irgendwelchen Orden und irgendwelchen Verbindungen hinter den Kulissen zu tun. Denn nachdem er dieses Lied gemacht hat, 1984, ist dann 1985 seine Produktion mit Sandra und später seine Produktion mit Enigma, heißt der Rätsel, wo er sich mit biblischen Chorälen befasst und die dann halt zu massenhaft Geld gemacht hat, würde ich sagen, also das war so seine Initiierung, dieses Lied. Dieses Lied hat er nur einem geschrieben, und zwar Satan. Ob der jetzt nun halt Lucifer da bedeuten soll oder wie auch immer. Ne? Schwarzer Engel, ich meine, wie offensichtlich soll es denn jetzt noch sein? Und das ist das, was alle machen. Das ist auch das, weswegen viele andere Dinge so erfolgreich sind heutzutage. Ne? Die sind alle Großmeister und machen Zeremonien. Nur, dass die Menschen das nicht begreifen, dass Maria Magdalena doch etwas mit der Bibel zu tun hat, begreifen ja manche noch. Aber dass auch der Großmeister Blitz, Grandmaster Flash, natürlich eine Allegorie auf Satan ist. Weil Satan, beziehungsweise Jesus selber sagt über Satan in Lukas 10, 18, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und der große Meister, Grandmaster Flash und die Furiosen 5, ja, das sind eben die Könige der Straße. Und ja, auch wenn ich die, ich finde die richtig gut, Grandmaster Flash, einer meiner so absoluten, wo ich sage, die haben es drauf, aber ihr seht, die Dinge haben nichts mit der Bibel zu tun, sondern sind immer grundsätzlich genau entgegengesetzt. Und die haben damit Erfolg in der satanischen Welt, ist doch logisch. Ja? Und der Oliver Stone, der ist da nicht anders drauf. Der Oliver Stone, der weiß ganz genau, was der tut. Der Oliver Stone ist nämlich der initiierte Direktor. Also der ist nicht auserkoren, wenn man so will, aber der ist initiiert. Der ist auch einem gewissen Glaubensverband angehängig. Und wenn er das jetzt nicht, wenn er da jetzt nicht drauf kommt, aber der weiß auch genau, was der tut. Der hat nämlich diesen Film gemacht mit Kevin Costner über John Fitzgerald Kennedy. Der Film heißt natürlich JFK. Und nicht umsonst steht jetzt hier so zwei quasi Farben zur Auswahl, rot und blau. Das hat natürlich überhaupt einiges mit der amerikanischen Politik zu tun, mit den Demokraten und den Republikanern, hat aber auch viel mit der Freimaurerei zu tun. Und damit sind wir natürlich auch genau wieder beim Thema. Weil diese ganze Geschichte jetzt hier hat mit dem Washington Washington Monument zu tun, ne? Deswegen spiele ich nämlich jetzt ein Video, was ich inzwischen vorbereitet habe, ein.
Denn wenn jetzt bis jetzt nicht klar ist, dass wir hier über eine Organisation reden, die heidnische Götter verehrt, dann müssen wir uns da spätestens jetzt in diesem 30-Sekunden-Video das vielleicht mal erklären lassen von dem Regisseur Oliver Stone. Oliver Stone hat jetzt hier ganz interessant zwei Charaktere beigebracht, zwei hervorragende Schauspieler, also zwei hervorragende Lügner. Schauspieler ist immer ein Lügner, weil er sagt ja nie die Wahrheit, der sagt ja nur das, was er sagen soll und tut so, als wenn er jemand anderes wäre. Auf der einen Seite Kevin Costner, ne, der mit dem Wolf tanzt, und auf der anderen Seite Donald Sutherland, ne, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ne, das sind zwei weltbekannte Schauspieler. Jetzt guckt mal, was der genau in dem Film sagt hier. Ich habe mir hier einen Clip runtergeladen, das heißt das Meeting mit X. Und das ist aus dem offiziellen Film JFK. Und dieser X ist Fletcher Prouty eigentlich, der Colonel, glaube ich, war er gewesen, den ich auch schon mal benannt hatte in einer Folge, glaube ich, mit LBJ. Wenn ihr jetzt alleine schon die Symbolik jetzt hier seht, ja, dass dieser Mann bei diesem Video jetzt hier ein 666-Zeichen jetzt hier in die Kamera hält, ein bisschen verdeckt, aber man kann es ja trotzdem sehen, und einen schwarzen Ring hat, ne, wir wissen ja, schwarzer Engel, ne, und so weiter und so fort, und an seinem Saturnfinger hat, in seinem Mittelfinger, dann würde ich sagen, dann weiß der Mann ziemlich genau, was der tut, beziehungsweise der Regisseur weiß ziemlich genau, was er seinem Schauspieler erzählen soll, was er zu tun hat, und genau dieses flasht auf, flasht, ne, auf bei dieser Zeile, wo eben gesagt wird, der Donald Sutherland quasi in Verkleidung für den Fletcher Prouty, also für den Informanten sozusagen, von dem Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison, der hier durch den Kevin Costner jetzt da gemient wird, er sagt, das verhindert, dass das gemeine Volk die entscheidenden Fragen stellt. Erstens, warum wurde Kennedy umgebracht? Zweitens, wer hat davon profitiert? Und drittens, wer hatte die Macht, es zu verdecken? Und genau, wo er sagt, wer hatte die Macht zu verdecken jetzt hier, da zeigt er dieses 666-Zeichen. Da sind wir bei dem Zeichen eines heidnischen Gottes. Ja? 666 ist in der Bibel bezeichnet als Zeichen des Tieres und 666 ist allgemein bekannt als, Zahl auch sozusagen der Sonne, weil es auch mit Astrologie zu tun hat. Das habe ich mal in meiner englischen Serie erklärt, was es damit auf sich hat. Ne? Aber das nächste Bild ist interessant. Ja, Secret Message, Video bitte hier einfügen. Ja, dann guckt euch mal dieses Video an, wie das dann weitergeht und welche Symbolik der Regisseur, der initiierte Regisseur Oliver Stone genau hier zeigt. Well, that's a real question, isn't it? Why? The how and the who is just scenery for the public. Oswald, Ruby, Cuba, the Mafia keeps them guessing like some kind of parlor game, prevents them from asking the most important question, why? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Ich denke mal, ihr habt den Obelisken gesehen, ne? Also genau da schwenkt die Kamera auf den Obelisken in Washington. Und er stellt den Obelisken dar und er stellt damit die ägyptische und die babylonische und alle möglichen anderen Trinitäten immer den Sonnengott dar und zumindest die Sonne, die heidnische Verehrung. Ja, und damit wisst ihr, das hat einen religiösen Hintergrund, die Ermordung von dem Herrn Kennedy. Ja, das ist hier quasi damit schon beschrieben, mit diesem Auszug. Ja, in Bildern beschrieben, in Symbolik beschrieben, für die Leute, die wissen, was er damit aussagt. Er sagt es nicht direkt ins Gesicht den Menschen, die einfach nur den Film gucken wollen. Er sagt es nur in Bildern, in Symbolen. Und auch dieses Symbol beispielsweise ist ein Obelisk sozusagen und das ist ein männliches, ein weibliches Symbol. Manche Menschen meinen jetzt, das wäre das Symbol zum Einschalten des Computers, aber das ist wie gesagt nur eine moderne Form. Ja, das ist normal so die Penetration hier. Ja, und das ist jetzt hier auch nichts anderes als ein Obelisk. Ja, meinetwegen nicht nur von Washington, sondern hier aus der Lesung von Jörg, Sonnenanbetung, Obelisken, Tempel und Türme, Babylon, Mysterien, Religion, Nummer 6, der größte Obelisk der Welt. Ja, der Obelisk hatte eine sexuelle Bedeutung, weil man erkannte, dass durch sexuelle Vereinigung Leben geschaffen wurde. Sagen wir den Phallus, das Männliche und so weiter, ne? Das ist eben die Kreation sozusagen. Und der hat jetzt hier auch noch ganz prominenten fünfzeigigen Stern drauf, weil der fünfzeigige Stern, das Pentagramm, das Symbol des Staates Texas ist. Und Dallas liegt in Texas.
Aus der Lesung von Peter Gabriel mit San Jacinto, da bezieht der Künstler Peter Gabriel, der übrigens auch aus so einer kultischen Stadt namens Bath, wo dann kommt, die die Diana verehren und so weiter, bezieht er sich genau auf die Bergspitze und auf einen Schlangenbiss und auf Dunkelheit und so weiter und so fort. Und der Adler, der kommt dann eben runter von der Sonne. Ne? Also es bezieht sich grundsätzlich immer darauf. Ja? Unglaublich, also auch was in den kleinen Liedern von dem Herrn Gabriel, was es damit zu tun hat. Ne? Yellow Eagle, Adler, Gelb, Sonne, ja? Ich gehe jetzt nicht wieder in alles rein, weil wir haben so viele Sendungen drüber gemacht, ne? San Jacinto Peak und so weiter und so fort, da gibt es eine wunderschöne Gegend da, gar keine Frage. Und da habt ihr dieses San Jacinto Monument beispielsweise, ne? Das kann ja sein, dass der Herr Peter Gabriel da diesen Berg oder diese Berglandschaft in Kalifornien meint, aber da habt ihr beispielsweise auch diesen Obelisken, den größten der Welt. Und der ist ausgerechnet in Texas. Das heißt, in Texas können wir jetzt schon vermuten, dass da die heidnische Religion einen unglaublich großen Stellenwert hat, denn der größte Obelisk steht nicht in Washington. Der sieht jetzt so ähnlich aus hier, hat zusätzlich noch diesen fünfzackigen Stern obendrauf, dieses Pentagramm, und steht auch noch ausgerechnet jetzt in Texas. Also da kann man nicht sagen, von wegen Texas wäre jetzt ein Bundesstaat, der irgendwie so nichts zu bieten hätte und wo alles so ganz nur mit Öl zu tun hat, ja, sondern das ist also tatsächlich jetzt hier eine Geschichte, die doch sehr zu denken gibt, ne? Vor allem, wenn man dann wieder zum Obelisk und zu Asterix und Obelix irgendwie wieder kommt, ne? Wo wir schon wissen, das hat nicht nur mit Hinkelstein zu tun, der Kerl heißt der Obelix und der mag Wildschweine so gerne. Also es ist alles überall eine suffisante Anspielung, ja, eine suffisante Anspielung auf eine heidnische Religion, die natürlich der normale Comic-Konsument irgendwie gar nicht versteht, ne? Gar nicht versteht. Ja. Und deswegen verstehen auch die meisten Menschen nicht, warum da ein Obelisk im Petersdom steht, weil das eine heidnische Religion ist, ne? Da habt ihr ein Kreuz, was hat alles mit Christentum zu tun? Ja? Der kommt doch noch aus Ägypten, ja, und so weiter. Ja, das ist die Flagge von Texas und deswegen kommen die damit durch und sagen, das ist einfach nur ein Pentagramm. Davon hat die amerikanische Bevölkerung, die amerikanischen Staaten eine ganze Menge. Die wir dann auch im Zauberer von Oz sehen. Ne? Das hat also doch irgendetwas mit Magie und Zauberei zu tun. Also das erkläre ich jetzt nicht, das erklären wir jetzt nicht zum 100. Mal. Und jetzt steht, da kommen wir in der nächsten Sendung zu, jetzt steht ausgerechnet, steht so ein Obelisk genau in Dallas. Also in der Stadt, wo John F. Kennedy umgebracht worden ist. Und ausgerechnet dieser Obelisk hat auch noch obendrauf eine Flamme. Was haben wir gelernt von Nimrod, Semiramis und Tammuz mit der heiligen Flamme? Genau da steht die. Und wenn man denken würde, das ist vielleicht jetzt irgendein Zufall und so weiter, die steht nämlich nicht nur genau in Dallas, sondern die steht nämlich genau ziemlich unweit von der Stelle, wo John F. Kennedy umgebracht worden ist. Also wir können jetzt schon wissen, dass also nicht nur der Staat Texas, sondern auch die Stadt Dallas einen ganz extremen okkulten Hintergrund hat. Und wir können noch etwas vermuten. Wir können nämlich vermuten, dass es da mit der Ermordung von dem John F. Kennedy vielleicht dann doch etwas mehr zu tun hat, als nur eine Laune irgendeines Angestellten. Ne? Hier habt ihr nochmal diesen Obelisken hier. Wir haben hier so viele Segmente, die sind unterteilt jetzt hier. Der ist also kein glatter Obelisk, sondern Segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das sind die 13 übrig gebliebenen Teile von Osiris aus der Unterwelt. Der 14. Teil wurde nicht gefunden. Und das ist das sogenannte beste Teil oder beste Stück eines Mannes. Ja. Und der wird bis heute gesucht. Deswegen ist 13 eben genau diese Zahl, wo sich halt viel mit Unglück verbinden lässt. Aber noch wichtiger ist hier, dass dieser Kerl eben genau da steht in Dallas. Und dass dieser eine ewige Flamme drauf hat. Übrigens, das Grab von John F. Kennedy hat genau eine eben solche. Und wenn ihr jetzt mir erzählt, dass das Zufall ist, dann glaube ich, dann ist die nächste Sendung nichts für euch. Denn da geht es noch weiter drumher, was es da auf sich hat. Und mit diesem Bild, dieses Obelisken, der nichts anderes darstellt als die heidnische Symbolik des Unterweltgottes Osiris, da beenden wir die heutige Lesung. Wir sind immerhin schon, nachdem wir jetzt tausende Jahre von heidnischen Religionen durchackert haben und Asterix und Obelix, sind wir immerhin schon vom Obelisken in Dallas gelandet. Und in der nächsten Folge gucken wir uns da die Stätte des Grauens der Ermordung von John F. Kennedy weiter an. Oder gehen wir da erst richtig rein. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben und ich gebe ab an den Jörg. Ja, ich habe nur noch eine kleine Botschaft für den Peter, der sich diese Sendung besser nicht anguckt, weil da spreche ich viel zu viel. Und ansonsten freue ich mich, dass diese Sendung vorbei ist, weil so viel Heidentum in einer Sendung, das muss er irgendwann mal aufhören damit.
Ich freue mich, dass wir doch ein bisschen Bibel haben zitieren können. Und was du hier alles aufgedeckt hast, das war so ein bisschen eine Crashstunde über den Obelisken. Es gibt dann noch eine andere Sache und deswegen muss ich mal kurz aufstehen und zu meinem Schrank gehen und sehen, dass ich das Buch mal ganz schnell finde, weil es gibt für diejenigen, die Englisch sprechen, ein ganz tolles Buch, das sie sich besorgen können. Das heißt The Magic of Obelisks. Und das Buch ist von Peter Tompkins. Mhm. Ist veröffentlicht im Jahre... Oh, da steht die jetzt gar nicht drauf. Ja, ich hab's sogar. Du hast es, ja, ich hab's auch. Ich halte es jetzt gerade hier in der Hand. Ich hab's damals, ich glaube, von Brett zugeschickt bekommen. Richtig. Von Brett oder von Walt Stickel, einer von beiden damals. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das spielt auch keine Rolle. Aber das Buch hat ungefähr, mal eben kurz überschlagen, 450 Seiten. Unglaublich viele Abbildungen und eine Geschichte der Obelisken, der, wenn sich da jemand mit beschäftigen möchte... Und vielleicht kannst du jetzt hier, während ich diesen letzten Kommentar bringe, ja ein Bild von dem Buch oder so mit einblenden. Später kannst du ja beiarbeiten, das Video. Der sollte das sicher lesen. Es ist nur in Englisch verfügbar, aber das Buch ist wirklich, wirklich zu empfehlen. The Magic of Obelisks von Peter Tompkins. Wie gesagt, das Buch möchte ich halt jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Das ist halt nur ein Tipp. The Magic of Obelisks bei Peter Tompkins. Und Michael wird sich ja noch für ein Bild hier besorgen. Wir hatten auch mal das Buch besprochen. Wir hatten mal kurz da reingegangen. Ich glaube, das war in Ägypten, erste Folge, wo wir es mal gemacht haben, satanische Musikagenda. Folge 115 oder sowas. Da ist es sogar mal kurz irgendwie mit einer Abbildung drauf, dass es eben da auch damals, genau da, wo der Obelisk steht heutzutage, da damals dieser Zirkus Maximus gewesen ist, da auf dem Petersplatz, genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist ja auch die, das gleich, wenn man das aufschlägt, das Buch, die ersten, das fängt gleich mit dem Bild an. Von dem alten Rom, das ist schon sehr schön gemacht. Mhm. Ja, das war so mein letzter Kommentar, den ich mit deiner Zustimmung gerne geben wollte. Und dann freue ich mich auf die nächste Sendung und wünsche allen eine gesegnete Zeit bis dahin. Und fastet, wenn ihr das wollt, auf eine biblische Art und Weise. Das heißt, prahlt es nicht in der Gegend rum, lasst es euch nicht ansehen, sondern fastet, weil ihr etwas für den Herrn tun wollt. Und nicht, weil ihr irgendwie dem Tammuz huldigt. Soweit von mir. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark. Counsel from